anderthalb Stunden vor uns. Und die irgendwie am Rand zu stehen, ist eher suboptimal. Ja. Schön, dass ihr zu so später Stunde dann den Grill entsagt habt und trotzdem noch hier seid. Wir werden jetzt in den nächsten anderthalb Stunden einen, wenn ich das verstanden habe, sehr hands-on-lastigen und PowerPoint-armen Vortrag hören. Das finde ich persönlich auch mal gut. Ja, es wird keine Popcorn- oder Eispause geben, also anderthalb Stunden, 90 Minuten stellen wir uns mal geistig drauf ein. Fragen, wenn ich das nicht richtig verstanden habe, sind zwischendurch. Jederzeit laufende Kommentare, Ideen, das wird sehr interaktiv, hoffe ich mal. Wundert euch nicht, wenn Harald diese Fragen und Kommentare nochmal wiederholt. Das liegt nicht daran, dass er blitzstutzig ist, sondern dass wir das Ganze auch aufzeichnen und streamen und wir leider kein Saalmikro haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Vortrag und für all diejenigen, die es noch nicht wissen, es gibt ja diese alte Postcom-Tradition, ja schon mehr als eine Tradition. Tradition ist im rheinischen Sinne ja immer, wenn man es das zweite Mal macht. Also schon eine quasi gesetzte Geschichte mit dem Social Event, der sich an diese Veranstaltung hier anschließt. Es kann sein, dass der Club schon zwischendurch angefeuert ist und ihr dann abgelenkt wird von irgendwelchen Bratwurstgerüchen. Lasst euch davon nicht irritieren, lauscht den Vortrag und am Viertel nach sieben, wenn wir hier fertig sind, gibt es nämlich noch eine Key-Signing-Party, aber auch den Social Event, den ich wärmstens empfehlen kann für all diejenigen, die überlegen hinzugehen, macht das. Ansonsten viel Spaß mit Harald und ja, gute anderthalb Stunden. Ja. Dankeschön. Also wenn der Hunger zu groß oder du Duft zu lecker wird, dann einfach mit den Füßen abstimmen. Ich folge euch dann auch. Können wir auch draußen beim Bier weiter quatschen. Das ist, und wie lang es wirklich wird, das hängt auch von euren Fragen und den Ideen ab, was das so alles geht. Also ich will einfach so ein bisschen erzählen über S-Trace, eines meiner Lieblingstools im Unix-Umfeld. Ah. So ein bisschen, was ich vorhabe, ein bisschen über mich und wo ich herkomme erzählen, was man mit S-Trace alles machen kann, eben ein paar schöne Ideen, was das Problem ist, was das Tool so alles tut. Kommt gleich sehr viel mehr. Und es wird alles im Wesentlichen interaktiv passieren, einfach wir sehen das mal an vielen kleinen lustigen Beispielen. Ein paar Probleme, die dann auch noch so kommen am Schluss, wo man dann in lustige Schwierigkeiten laufen kann, was vielleicht doch nicht so toll ist. Aber im Wesentlichen wollen wir uns S3 beschränken. Da meine Firma mir ermöglicht hat, heute hier zu sein, unsere Firma, auch kurz, ich arbeite in Tübingen seit über 10 Jahren bei Science and Computing. Das ist eine Firma, die von einem Uni-Institut mal gegründet wurde, wo ich damals auch schon saß. Wir haben jetzt, vorhin sind schon wieder 2 Jahre, als sicher über 290 Mitarbeiter, so Richtung knapp 300, sind vor gut 3 Jahren von Brühl gekauft worden. Vorher waren wir in Firmenbesitz von unseren Gründern. Und wir machen wesentlich IT-Service, Software-Sachen im Automotive, Technik, alles mögliche Umfeld für Berechnungscluster und solche Sachen. Also alles so Zeug. Ich bin in der Softwareentwicklung und Software Consulting, also für vor allem, wir sind sehr automobillastig und techniklastig. Durch Bull gibt es aber auch so Sachen für Versicherungen, Banken, keine Ahnung, alles solche Sachen. Und ich selber habe schon in der Schule angefangen mit Computern spielen dürfen, also mit Commodore und PET und auch schon rumgelötet. Dann Open Source haben wir schon in der Schule gemacht und für die Gymnasien in der Stadt verteilt. Dann gab es Open Source an der Uni mit so ab 85, 86 VMS, Unix und ja, ich sag nie Intel, weil diese Intel-CPUs 80, 88, weil alles ganz gruselig war und ich auch da mit 386 noch irgendwelche komischen Sachen gemacht habe mit Grafiktreibern. Dann gab es aber dieses Linux und das war halt doch so nett und endlich mal Unix Sources. Und ich halt auch wieder einen Intel-PC gekauft und konnte dann Linux spielen. Linus Torvald ist schuld. Und auch die BSDler. Erst wollte ich eigentlich damals das freie BSD machen, das hat aber nicht so gut getan. Linux hat einfach besser funktioniert. Und schon in der Schule habe ich Grafikkarten gebaut, später auch irgendwie mit Grafik was zu tun hat. Ist einfach hübsch, wenn es bunt ist. Und dann habe ich dann später für X386 relativ lang an der Unizeit Grafiktreiber geschrieben. Und solche und ähnliche Dinge mache ich auch für Kunden im Linux-Umfeld, Betriebssystem, Kernel, Grafikkarten, was immer da so die Probleme sind. Genug Werbung, jetzt zu S-Trace. S-Trace ist ein wunderschönes Tool, mal gucken, was dann vorhin kommt. Mit dem man, und wie komme ich jetzt zurück? Ja. Mit dem man viele schöne Sachen machen kann. Die wichtigste Doku dafür ist Unix. Meine S-Trace, da steht eigentlich alles drin, was ich heute so ganz kleine Teile davon erzählte.
Das S-Tray selber nennt sich System Call Trace. Das S für System Call, also wirklich die Aufrufe vom Prozess in den Kernel rein, die kann man damit tracen, angucken, beobachten, sich ausgeben lassen und auch noch anderes mehr. Das Ganze passiert auf der Kernel-Schnittstelle namens P-Trace, Process Trace. Damit kann man eben dem Kernel sagen, ach, da ist ein anderer Prozess irgendwie, und dem möchte ich mal auf die Finger gucken. Das ist genau das Gleiche, was die Debugger auch machen, der GDB, der GNU-Debugger und andere Debugging-Tools. Bloß, dass man mit so einem Debugger an so ein Programm rangeht und es anhält und schrittweise weiterlaufen lässt. So viel Zeit muss sein. Und Variablen anguckt, das ist alles sehr mühsam. Das klappt, wenn man ein eigenes Programm geschrieben hat und das mit Debug-Informationen versorgt hat. Aber es hält dann immer an und macht erstmal nichts. Und manchmal ist es ganz praktisch, dem laufenden Programm einfach mal so ein bisschen zugucken zu können und vieles mehr. Vor allem auch dann, wenn es gar nicht das eigene Programm ist, sondern einfach irgendwas vom Betriebssystem, wo man wissen möchte, was passiert denn da so alles. Nur erwähnt am Anfang ist mal, vielleicht kommen wir am Schluss noch dazu, wenn die Zeit reicht oder Honig zu groß ist, es gibt noch so etwas Ähnliches, das nennt sich L-Trace. Im Gegensatz zu dem System Call Trace tut das Library-Aufrufe tracen. Achso, wer hat schon mal C programmiert? Oder wer hat noch nie C programmiert? Das ist vielleicht eine einfache Frage. Oh, das ist sehr wenig. Ihr werdet heute auch noch C lernen. So ganz nebenbei. Zumindest mal lesen und ein bisschen, vielleicht schreiben wir auch noch ein kleines C-Programm nachher. In C gibt es immer so die Sachen, die C-Library, die macht sowas wie printf und die Dinge, und das wird dann später umgesetzt in irgendein Unix-Write-Kommando und print und string-Funktion und sowas. Das ist, was die C-Library macht. Das sehe ich nur, wenn ich ein Library-Trace mache. Und alles, was dann in den Kernel reingeht, um im Betriebssystem eine Datei zu öffnen und sowas, da gibt es dann Open-Befehle, gibt es relativ viele in C, aber es gibt nur einen Open-System-Call, in dem das dann letztendlich ändert. Das Betriebssystem, bitte, macht mir die Datei auf. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wirklich nur das, was in den Kernel reingeht und den Kernel rausgeht. Die Dinge, die das C-Programm selber so macht, die sieht man erstmal nicht. Das ist ein bisschen, wo wir hinwollen. Was kann man damit machen? Ja, ich habe schon gesagt, also einmal kann man eben die System Calls für Dateizugriffe sehr schön angucken, schauen, was wird da so geöffnet, was liest der, was schreibt der, das kann sehr nützlich sein. Man kann Programmaufrufe, welches Programm startet welches andere, was machen so Skripte und sowas. Man kann dann die Daten selbst angucken. Wenn ich sehe, was da für Daten sind, dann kann ich sowas replayen, also wieder nochmal abspielen. Wenn ich sehe, da schreibt das und das auf eine Datei oder auch auf eine Netzwerkverbindung, dann kann ich mir das mal aufzeichnen und kann das später nochmal irgendwo hinschreiben, das kann ganz nützlich sein. Kann gucken, mit welchem Timestamp, in welcher Zeit passiert sowas, und kann damit dann Performance-Analysen, Messungen, sonst irgendwas machen, kann Statistik spielen. Und was jetzt passieren soll, ist einfach ganz viele Beispiele, Dinge, was da so geht, ein bisschen erst eine Einführung, dass ihr Ideen kriegt, was mit S3s alles möglich ist. Wenn ihr mal irgendwo eine Frage habt zum Linux kennenlernen oder ein Problem wirklich, warum tut sowas nicht oder warum tut es denn so und nicht anders oder warum tut es überhaupt, wie man diesen Problemen und diesen Fragen eventuell mit S3s auf die Schliche kommen kann, ein bisschen mehr über einzelne Programme, Linux und sonst was machen. Also jetzt einfach eine große Beispielshow mit Erklärungen, was mit Mann S3s so alles zu machen ist. So, die allerersten Schritte für S3s ist, man sagt S3s irgendein Kommando, guckt mal, was passiert, das werden wir jetzt gleich machen, und dann wird eben, startet S3s dieses Kommando, zum Beispiel Emacs oder whatever, und dann kann man dem zugucken, was so alles abgeht. Das ist schon wieder, wer Shell lesen kann, man kann S3s-P Prozess-ID, kommt das auf einer Folie? Na, das kommt wieder zurück. Das war die letzte Folie, die ihr gesehen habt. Rest passiert inaktiv. Da hinten dran in dem Paper gibt es viel zu viel zum Nachlesen mit Beispielen, die hier vielleicht so passieren werden. Da kann man ein bisschen Text nachgucken, aber Folien gibt es sonst eigentlich erstmal keine. Und in Mann S3 steht eine wichtige Option. Ein paar kommen im Lauf der Demonstration dann. Minus P, Prozess-ID, hätte man noch hinschreiben können. Und wenn ich weiß, der Emacs hat die Prozess-ID, kann ich nachher sagen S3, minus P, machen wir gleich. Gucken wir mal diesen Prozess an, was er gerade treibt. Und da habe ich schon sehr vorgegriffen, wenn ich jetzt viele HTTPDs habe, meistens so ein Webserver, da laufen ganz viele von rum, damit es toll performt und sowas. Und diese magische Zeile sorgt dann dafür, dass irgendwie alle Prozess-IDs von meinem vielen Webservern ein Minus-P davor gezaubert werden. Der macht den S3-P, erster Webserver, zweiter, dritter, und tut die alle gleichzeitig tracen. Und da spielen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch, was da so alles geht. Und eben alles weiter jetzt eben später zum Nachlesen oder extern. Passt immer noch, jawohl. Ist die Schrift akzeptabel? Wer es hinten nicht lesen kann, hätte ich gesagt,
mir da vorkommen, aber das ist. Sorry, aber so geht's gerade. Das ist das Größte, was ein normaler X-Term so hergibt. So, S3s. Wie jedes schöne Unix-Kommando erklärt es einem eigentlich alles, was geht. Und S3s kennt sehr viele schöne Optionen. So fast alle Groß- und Kleinbuchstaben sind da irgendwie verwendet worden. Manche ohne Parameter, viele mit Parametern. Und ein paar von denen werden wir jetzt so der Reihe nach mal durchspielen. Wie gesagt, die einfachste Variante ist immer S3s mit irgendeinem Kommando. Jetzt Emacs als erstes Kommando ist ein bisschen arg herb. Man kann sowas wie PWD. Ja. Was macht das Kommando allein? PWD, Print Working Directory, sagt mir, wo ich gerade bin. Und wenn man jetzt guckt, was macht das so alles, S3s, dann war das schon relativ viel. Versuche ich hochzuscrollen. Geht hier oben los. Der wichtigste Punkt bei diesem ganzen Zeug, was jetzt passiert ist, Mut zur Lücke. Also man muss ein bisschen Englisch lesen können. Hier vorne steht meistens irgendwas Englisches, so wie execve, brück. Manche Sachen kann man richtig lesen, open. Und alles das, was man nicht versteht, erstmal zur Seite schieben. Und dann gucken, ob da vielleicht irgendwas dabei ist, was einem erklärt, was so alles geht. Warum und wie, kommen wir dann gleich drauf. Read, wird wohl irgendwas gelesen werden und sowas. Und später, wenn man das dann öfter macht, kann man ja immer hergehen und das versuchen genauer zu verstehen, was da sonst noch zwischen den Zeilen steht, wenn einem das, was man bisher gesehen hat, nicht hilft. Wenn man das lang und oft genug macht, dann versteht man langsam, wie Unix funktioniert. Ja, die Kommandos alleine sind ja schon so ein bisschen ein Problem, aber Unix, es ist ja alles gut dokumentiert. Hier gibt es sowas wie getcwd, das sind alles System Calls, habe ich hier gesagt. Und für System Calls, das ist alles immer schön dokumentiert. Das seht ihr hoffentlich doch, das passt gerade noch drauf. Und wenn man dann irgendwas von so einem System Call wissen möchte, dann sagt man Mann, erkläre mir doch mal die Mann-Page, die Doku. Und wenn man Glück hat, kommt dann, getcwd macht get current working directory und dann wird dann schön erklärt, wie sowas funktioniert. Jetzt muss man C lesen können, wenigstens ein kleines bisschen. Ich zeige nochmal, was da wirklich rausgekommen ist. Geht jetzt um diese Zeile. Da sieht man, getcwd wird aufgerufen und jetzt muss man wissen, der gibt da was zurück. Das heißt, vom Kernel kommt jetzt zurück, ich erinnere dich in diesem Verzeichnis. Und wenn man dann genau hinkommt, dann gibt es da ein write-Kommando. Und dieses write-Kommando gibt genau den String, der gerade vom Kernel gekommen ist. Genau den String. Wenn man genau hinguckt, stellt man fest, oh, 1, Punkt, 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 komme ich gleich dazu. Aber im Prinzip den String raus und sagt, gib mir mal den String, den ich hier habe, auf File Nummer 1 aus. Und da muss man dann jetzt eben wieder Unix wissen, lernen, gucken, machen. Da gibt es so drei Standard-File-Nummern. 0 ist der Weg von der Input, 1 ist die Ausgabe und 2 werden die Errors ausgegeben. Standard-Input-Output-Error. Merkt man schon allein, wenn man dann hier so ein bisschen zuguckt, dass 1 meistens das ist, was auf dem Bildschirm rauskommt. 0, wenn ich was tippe, kommt nachher sicher noch ein Beispiel. Und der Dinge, wenn man dann mehr über das Write wissen möchte, dann sagt man Write. Und kriegt was ganz Komisches, send a message to user, das ist das Command Line Write, da gibt es nämlich mehrere. Und dann muss man mal, wenn man das genau wissen möchte, mal sagen. Dann lernen wir, wie die Doku in Unix so funktioniert. Da wir jetzt ziemlich viel auf der Shell machen, ja, wir lernen eben dadurch Unix kennen. Und da wird dann erklärt, dass es mehrere Sections, mehrere Kapitel in dieser Doku gibt. Und das Wichtige, was uns im Wesentlichen angibt, ist das Kapitel 2. Und jetzt haben wir gerade Write aus Kapitel 1 gekriegt. Wenn man oben anguckt, da steht immer die Kapitelnummer drin. 1 sind Kommandozeilen-Sachen. Das heißt, da ich jetzt mal Pech gehabt, den Falschen erwischt, da ich aber weiß, ich rede jetzt nur über System Calls, System Call Trace, kann ich mal 2 Write sagen. Ich hätte gerne das Write aus dem Kapitel 2 und schon erklärt, wie das so ungefähr geht. Write to a File Descriptor, die File-Nummer, File-Descriptor-Nummer, irgendein Buffer, der Text und da hinten steht für Zahlen. Und so kann man sich dann die Befehle, die da so auftauchen, alle erklären lassen und sich so langsam durch diesen Output hangeln. Und das machen wir jetzt mal ein Stück weit. Wenn irgendwas unklar ist, Fragen zu schnell, zu langsam, jederzeit dazwischen gehen. Das mit dem BD oder ID ist auch immer ein schönes Kommando, zu mal gucken, geht es überhaupt und darf ich uns was, mache ich immer S3s, dann weiß ich immer, hat die Distro überhaupt ein S3s? Die S3s sollte jede Distro haben, ja. Ah, ID, oh, sehr gut. ID ist ein anderes schönes Kommando, einfach mal gucken kann, was geht so. Der gibt mir meine User-ID aus, numerisch und Name und meine Gruppe-ID, alles so zu den Gruppen, wo ich gehöre. Wenn ich dann zum Beispiel mal root werde, das war wohl falsch. Nochmal, jetzt guckt ihr einmal weg, dann war das wohl richtig. Und das Ganze hier macht, dann sagt er mir, ach, jetzt bist du User-ID 0, Gruppe 0 und sonst irgendwas. Können wir sicher noch mal später brauchen. Und wenn man dann S3s ID macht, dann hat es jetzt mehrere Probleme. Also der
übermüllt mich wieder mit allen möglichen interessanten Sachen und ich sehe dann immer, dass da eine Ausgabe kam. Wenn man so ganz genau hinguckt, sieht man hier wieder ein Write-Kommando. Und deswegen ist die erste und wichtigste Option sehr oft, S3s kann man minus O irgendeinen Output-File angeben. Schreibt mal den S3s-Output alles in eine Datei. Und da Unix das Betriebssystem der großen Name ist, heißt es bei mir mal groß O. Der Output mal dahin. Und alles, was mit groß O anfängt, das ist wohl ein S3s-Output oder sowas ähnliches gewesen, hat den großen Vorteil, jetzt sehe ich wieder, was das ID eigentlich macht. Und habe den Rest in O drin. Und da sieht man jetzt wieder oben exec VE, kommen wir gleich dazu, ich führe ID aus, bis hier unten kommt jetzt dieses Write-Kommando, was es ausgibt, UID, Punkt, 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 weil das sonst eventuell zu lang werden kann, was manchmal blöd ist, und dann sagt er, okay, ich bin fertig, Entschuldigung, und macht noch irgendwie Close 1, 2, 3, fertig, Exit oder Exit Group, gibt es da denn ein Patch für, weiß ich gar nicht, immer neugierig nachgucken, auch zu Exit Group gibt es da denn ein Patch, ist ja ein Kernel Call. Sehr schön. Okay. Das zweite, S3 selber gibt die Informationen auf Standard Error aus. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, gib mir 2 größer, nur den File Descriptor 2 von diesem Ganzen, was da vorne steht, das ist der Standard Error aus. Das macht ziemlich genau erstmal das Gleiche in diesem Fall. Dann geht wieder der S3s Output über Standard Error in die Datei OOO. Die gab es vorher hoffentlich auch nicht. Sieht gleich aus. Wenn ich das so machen tue, gerne auch da vorne, würde ich trotzdem nicht empfehlen, weil das Programm da hinten könnte ja auch Errors ausgeben wollen. Und die Errors, die von dem da hinten kommen, wenn der jetzt sagt, oh, irgendwas tut nicht richtig oder keine Ahnung, dann wandern die mit in die Datei und ich sehe gar nicht mehr, zum Beispiel ich jetzt mache ls-l, gibt es nicht. Und dann sagt er, gibt es nicht. Und ein gutes Kommando würde sagen, dass die Fehlermeldungen, die gehen auf Standard Error raus. Und wenn ich das jetzt mit S, also S3s mit allem, blubbert mich voll und ich sehe nichts. Und kann es auch schlecht unterscheiden, was ist S3s Output, was ist LS Output. Und jetzt gibt es keine Fehlermeldung, weil mir die in das Input-File irgendwo da reingewandert ist. Danke. Ja, weil normalerweise mache ich keine so langen Dateinamen. Da irgendwo zwischendrin ist das versteckt und deswegen ist es eigentlich ganz gut, man tut sowas immer mit so rüber machen. Output von dem S3 ist allein, dann kann ich immer noch überlegen, was ich da hinten mit dem LS-Output anfangen und wie ich das alles haben möchte. Das ist mal schon ganz hilfreich. Und dann kann man hier nachgucken, jetzt sehe ich ja zum Beispiel, ich kann das Kommando beobachten, um was mir es geht. Ja, sorry, Kommando allein, da gibt es nicht und jetzt kann man mal cannot access irgendwas, dann schnappt man sich sowas und guckt mal, wo steht denn das überhaupt? Ja, manchmal kriege ich ja Hinweise, um was es überhaupt geht, dann sehe ich, cannot access, hier ist irgendwas passiert und das Programm sagt mir ls-Doppelpunkt, irgendeine Fehlermeldung, keine Ahnung. Und jetzt muss man mal nach oben lesen, weil das geht ja schön in zeitlicher Reihenfolge. Hier ist die Fehlermeldung, wenn ich sowas kriege, bin ich schon ziemlich weit, dann kann ich nach der Fehlermeldung suchen, wo wird das denn abgesondert? Und dann kann man mal kurz drüber gucken, was denn so passiert. Und da sieht man jetzt schon die Zeile drüber hier zum Beispiel. Versucht er einen L statt auf meinen komischen Dateinamen, sagt E, no end, no such file directory. Da sagt, wird der Kernel gefragt, gib mir mal eine Status, Statistik, irgendwas. Und wenn man genau wissen möchte, was das so tun täte, dann kann man L statt, sehr viel über einen wunderschönen Kernel-Call lernen. Dann wieder einen kleinen Ausflug, wie man so Man-Pages liest. Also das ist jetzt alles C-Code, da wird immer halt erklärt mit Aufruf und Rückgabe. Da kann man immer zum Beispiel suchen, was gibt denn das Ding zurück. Das ist halt so C- und POSIX-Konvention. Diese Funktion returnt irgendwas, man muss leider Englisch können, manche sind in Deutsch übersetzt, in den deutschen Man-Pages sind deutlich mehr Fehler. Also es lohnt sich, Englisch zu lesen. Aber und dann gibt es in einer guten Man-Page immer eine Section Return Value. Und da wird zum Beispiel erklärt, wenn da irgendwas schief ging, ein Fehler war, gibt es eine minus 1 zurück und dann gibt es einen Erno und dann wird auch schön erklärt, welche Ernos das sein können. Und zum Beispiel hier der Eno End. Das heißt, wenn da hinten irgend sowas schön mit einem, das sind nachher alles Zahlen, die da zurückkommen. Da kann man sogar noch ein bisschen genau nachlesen, warum gibt er denn das zurück. Auch im Netzwerk kann das mal ganz wertvoll zu sein. Wenn da irgendwas Netzzugriff, Netzzugriff, kommen wir vielleicht später dazu. Haben wir hier ein Netz? Im Prinzip? LAN? Will ich das Kabel hier reinstecken? Probieren wir einfach mal. Kann mal später für irgendwie interessant sein. Leuchtet. Und dann kann man hier nachlesen, wirklich, was bedeutet die Fehlermeldung, kann sich vielleicht noch einen drauf machen. Und
da hat es ganz gut geklappt. Und dann sieht man halt, die Fehlermeldung kommt. Ich meine, die Fehlermeldung war jetzt einfach, ich gebe es ja zu. Da ist halt irgendwas schiefgegangen, sagt, und die Datei gibt es ja gar nicht. Und das LS ist nett und sagt mir dann richtig schön, die Datei gibt es ja gar nicht. Jetzt muss das nicht immer so schön einfach sein, wie bei dem LS sagt, zeig mir mal die Datei und sagt, habe ich nicht. Wenn das Programm blöd programmiert ist, dann fängt es die Fehler nicht ab und macht einfach Bumpf, so Segmentation Fault und so. Also sieht man bloß, oh, abgestürzt, da hat jemand schlecht programmiert. Und dann kann man hier genauso sehen, wenn es hier abstürzt. Jetzt müssen wir da ein Beispiel dafür haben. Fällt mir da was ein, was sofort abstürzt, ein schlecht programmiertes Unix-Programm gibt es nicht. Muss man immer selber machen. Wird aber sicher passieren. Und dann einfach immer mal reingucken. Und so eines meiner netten Beispiele ist jetzt Emacs. Habe ich ja gemacht, ah, machen wir mal Emacs. Oder sucht euer Lieblingseditor aus, das ist erstmal egal. Wenn ich jetzt S3S Emacs mache, dann sieht man erst, das Betriebssystem muss da ziemlich hart dran arbeiten. Man sieht im Hintergrund irgendwas kluppern. Und wenn ich da bloß mit der Maus rumlaufe, er arbeitet. Works for me. Und das ist relativ unpraktisch, weil man da, man sieht nichts. Das ist, will ich aber jetzt auch gar nicht, deswegen, erste Regel hatten wir ja schon, minus O, einfach mal in eine Datei reinschreiben. Und dann kann man das nachher in Ruhe angucken und nach Sachen suchen. Das sieht schon ganz gut aus. Und ich persönlich mache ganz gern Emacs im Textmodus, dann braucht man nicht so viele Fenster in der Gegend rum, aber das ist jetzt Personal Choice. Wer Emacs kennt, Emacs hat immer so eine Konfigurationsdatei, .emacs irgendwas im Normalfall. Und ganz oft ist so das Problem, Leute kommen zu mir, mein Tool, jetzt Beispiel Emacs, tut nicht mehr oder verhält sich komisch. Und letzte Woche war alles noch richtig. Und ich habe nichts gemacht. Wer macht IT-Service, wer kennt sowas? Dann ist ja wirklich das Problem. Kann ja durchaus sein. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also wenn der Emacs abstürzt, dann ist es einfach. Dann haben wir das Beispiel, es gibt richtig eine Fehlermeldung mit Segmentation Fault. Macht man S3S Emacs und guckt mal, was hat er als letzte Datei geöffnet. Öffnen wird wohl Open heißen. Dann guckt man einfach mal, was macht sowas. Und guckt sich die Dateinamen an und denkt sich sein Teil. Merkt dann vielleicht, oh, da öffnet er jetzt irgendwie magisch, fällt mir später was dazu ein. Dann kann man da nachforschen. Zum Beispiel, er liest jetzt gerade die Konfigurationsdatei. Wenn das nicht so ist, dann kann man einfach mal gucken, wenn man Emacs kennt, weiß man, der verwendet eine Datei .emacs im Home Directory. Jetzt Moment. Jetzt brauchen wir wieder eine gute Demo-Umgebung, dass ihr mir das auch glaubt. So. Also machen wir mal S3-O. Wir wollen einfach wissen, wie funktioniert Emacs. Oh, habe ich gesagt, Emacs, ups. Und der macht so alles Mögliche. Und hat jetzt schön getan, nehmen wir an, da ist irgendwas, der hat gesagt, das war gestern grün und jetzt will ich wissen, warum ist das so. Da habe ich jetzt mal geguckt, alles das, was hier drin steht, ist das, was den Emacs ausmacht, was er so braucht. Das ist richtig, richtig viel. Man kann da Zeilennummern einblenden. Der hat jetzt schon 20.000 System Calls gemacht. Schwierig. Aber hat ja was mit Dateien und so zu tun. Das heißt, man kann sich jetzt zum Beispiel einfach mal angucken, wie viele Open Calls gibt es denn da drin? Was öffnet er denn so alles? Und schon habe ich das da relativ gut reduziert und kann mir jetzt angucken, was da 1600 Open-Versuche immer. Oder? Wenn man genau hinguckt, merkt man, oh, er versucht, irgendwelche Dateien immer wieder mal zu öffnen, sagt, gibt es nicht. Wenn man den ein bisschen zuguckt, dann wird hier zum Beispiel, das ist ein ganz schönes Schema, wie man wie Shared Libraries, Teile von Programmbibliotheken, ich versuche das mal hier zu öffnen, ich versuche das mal woanders zu öffnen, und wenn man da guckt, manchmal versucht er das in ganz vielen Pfaden zu öffnen, bis es dann irgendwann mal klappt. Sind wir da mal gemein. Ich habe doch hier, also nehmen wir mal an, mein Emacs, gestern hat mein Emacs noch getan, heute, oh. Und jetzt natürlich, was macht er so? Jetzt können wir dem ja mal zugucken. Nein, erst nochmal tracen. Also hier nochmal S3-O. Jetzt geht es tatsächlich gar nicht mehr. Meine, hier sagt das Schöne, ich finde eine Datei, dann kann man zumindest mal zugucken. Die Datei muss der Emacs selber ausgeben. Wenn der Emacs nicht so programmiert ist, also sagt, jetzt habe ich genau die Shared Library nicht gefunden, dann macht es der Library Loader, aber könnte auch der Emacs selber machen müssen in manchen Fällen. Dann kann man hier nachgucken, was wird denn dabei nachgeöffnet. Da unten ist die Fehlermeldung, Error while loading, und dann gucken wir mal was direkt drüber. Da könnt ihr bloß sagen, oh, es tut nicht. Dann merkt man tatsächlich, er sucht hier nach allen möglichen Dateien. Weiter oben suche ich, finde ich, ja, Cairo habe ich nicht gefunden, und da hat er es dann doch irgendwo gefunden. Genau, hier. Immer blub gleich minus 1, Fehlernummer irgendwas, hat nicht getan, und dann probiert er halt so lange irgendwelche Pfade durch, da hat er die gefunden, das ging gut. Und ganz am Schluss, eben vor die Fehlermeldung kommt,
So kann man sich dann angucken und dann sieht man tatsächlich, ja, der versucht jetzt, da wo er die anderen Libraries alle gefunden hat, nämlich in userlib64, da hat er vorher auch libpanko und sowas gefunden. Immer gleich, ja, nicht gleich mit, oh, ich sitze da drauf, gleich drei sowas, hier, da ging es noch gut und da ging es aber nicht gut. Das heißt, die Library war anscheinend gestern noch da. Kann man nachgucken und jetzt habt ihr natürlich zugeguckt, was ich im Hintergrund getrieben habe und könnt zurückrufen. Also Emacs tut wieder. Paket nachinstalliert, whatever. Gestern war der Emacs noch grün. Und dann ist natürlich immer das Spiel, wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Und dann kann man aber gucken, was macht den Emacs sonst alles aus, weil wenn es von irgendwelchen Dateien und Configs und sonst was abhängt oder auch Shared Libraries, dann muss er die wohl geöffnet haben. Und jetzt, also entweder sagt man tatsächlich, zeig mir mal alle die Opens an und guck mir die an. Kann man sich mal so raussuchen. Dann muss es ja mit dem Zeug was zu tun haben. Und das eine, was zum Beispiel so eine Sache ist, er lädt sich Konfigurationsdateien. Jetzt kann man einfach mal gucken, was so alles reingeladen ist. Aber das macht man meistens auch nicht so richtig von Hand. Und kann deswegen hergehen und sagen, such mir jetzt zum Beispiel mal alle die Open Statements raus. Da steht immer hier drin irgendwie der Datei. Jetzt kommt so ein bisschen Shell-Akrobatik. Das ist immer sehr nützlich, wenn man sowas dann gut kann. Und es gibt kein Clicky-Bunty-Interface. Man kann sowas jetzt zum Beispiel rausschnippeln. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Texten sowas rausschnippelt. Man kann sagen, hier Delimiter 2 oder AWK und Perl und Print, da darf ich euch was aussuchen. Da gibt es eine Manpage zu, Mancut, sehr praktisches Tool. Dann schnippeln wir mal das zweite Feld raus und dann gibt es hier lauter Dateinamen. Da kommt auch mal was raus, was nicht so richtig, ach, da ist ein Dateiname. Und dann kann man jetzt mehr hierher gehen und sagen, tu mir doch die bitte mal alle auflisten. Und zwar, also ls-l, wer es gerne hat, tr-zeitsortiert ist mal ganz praktisch. Warum kommen wir, oder machen wir erstmal einfach ls-l. Die tut er alle öffnen. Und da merkt man, hat man zum Beispiel Shared Icons geöffnet, das ist ein Verzeichnis, dann tut er mal ganze Verzeichnisse auflisten, deswegen machen wir dann d dazu. Ich hätte gerne die Verzeichnisse richtig angezeigt. Da werde ich immer noch erschlagen von ganz vielen Sachen. Jetzt tun wir das mal zeitsortiert ausgeben. T, zeitsortiert, nicht alphabetisch und R rückwärts, dann sind unten die neuesten Dateien. Jetzt kann man da mal schauen, ah, das Allerneueste, das ist so Betriebssystemzeug, geht mich nichts an. Und der Benutzer hat immer was nur zu tun in seinem eigenen Home. Und dann sagt er, das wird tatsächlich von mir alles geöffnet, manche sogar, Sachen sogar mehrmals. Und wenn das mehrmals ist, dann kann man hier mal sagen, sortieren wir das mal unique, dann gibt es von jeder Datei nur noch genau eine. Das ist die Kommandozeile dazu. Und listen wir die alle wieder zeitsortiert auf. Und jetzt kann man mal gucken, was hat sich denn in letzter Zeit gewendet. Da sieht man jetzt zum Beispiel, hier gibt es mein .emacs. Und der .emacs ist vom November 2011. Okay, da habe ich in letzter Woche nichts geändert. Nehmen wir jetzt mal an, die würde mit einem neuen Timestamp, da hätte ich wirklich rumgefummelt. Hätte irgendwas editiert und dann sieht es nämlich plötzlich so aus. Dann merkt man, ey, der Harald hat ja gestern in seinem Emacs was gemacht. Wenn man Glück hat, gibt es da vielleicht sogar noch eine zur Backup- oder Tilde-Datei. Haben wir keinen. Und dann kann man da, hey, du hast da letzte Woche dein Emacs-Setup irgendwie geändert. Kann das sein, dass es deswegen grün und blau und kann Backup nachgucken. Allein durch rauskriegen, welche Dateien werden wirklich aufgerufen, da sehe ich alle die Dateien, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Da würde ich jetzt zum Beispiel sehen, wenn irgendeine von den Shared Libraries, die gemacht wird, Moment, machen wir das nochmal. Das ist jetzt nicht bloß Home, das war jetzt so eine Vermutung. Hätte ich gesehen, du hast ja da gestern von deinen Setup-Dateien irgendwas modifiziert, der hat einen neuen Timestamp. Wenn das nicht so ist, sehe ich hier oben zum Beispiel, oh, welche Shared Libraries alle aufgerufen werden. Die haben jetzt alle einen Timestamp von 4. August. Das ist 3 Wochen her, letzte Woche hat es noch getan. Das heißt, da ist auch nichts passiert. Wenn jetzt hier ein Betriebssystem-Update irgendwas zerwürfelt und was Neues reingebracht hätte, könnte es ja durchaus sein, nehmen wir an, da ein neuer Timestamp, das taucht jetzt ganz unten auf. Dann muss man mal nachgucken, wann kam da der letzte Update rein. Dann tut man mal den Update 1 zurückfahren, nimmt das RPM vom letzten Mal oder whatever die Distro gerade macht und mal gucken, ob dann der Emacs plötzlich wieder blau statt grün aussieht. Und so sehe ich relativ schnell, welche Dateien eine Rolle spielen. Jetzt habe ich da immer Dateien rausgepickt mit Open. Und habe da zum Beispiel gesagt, ja, ups. Also Emacs kennt man irgendwoher, keine Ahnung. Und okay, das eins von diesen Sachen ist halt dieses im Home Directory .emacs und .emacs Verzeichnis alles Mögliche und da öffnet er was.
Wer sieht es zuerst? Das ist die Emacs-Datei, der Emacs-Config selber. Da wird was geöffnet und tut nicht. Jetzt kann es ja aber sein. Machen wir das so. Der liebe Benutzer hat sein Emacs gelöscht. Ich möchte es nicht ganz löschen. Jetzt gibt es keinen Punkt Emacs mehr. Und da stand drin, mach mein Emacs grün. Jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal. S3 ist Emacs. Ups, irgendwie mein Emacs sieht nicht richtig aus. Wir gucken wieder in die Datei rein mit allem Möglichen. Und jetzt. Oh. Ihr seht mich sehr überrascht. Ich habe vor 2 Monaten das nochmal gehalten und da war das der schöne Effekt. Nein. Jetzt habe ich meinen schönen Shop kaputt gemacht. Das ist gemein. Warum sage ich oh? Also eigentlich, wir gucken immer nach, machen open. Ja. Und gucken nach und gucken jetzt nach dem Punkt Emacs. Und stellen dann irgendwann fest, also wenn ich Emacs Gänsefüßchen zusuche, der taucht gar nicht mehr auf. Der versucht gar nicht auf, den Emacs zu öffnen. Warum würde ich sowas normalerweise machen? Also die zweite, einen Schritt zurück. Weil das ja so arg blubbert, kann man dem S3 auch sagen, ich will gar nicht alles wissen, mich interessiert jetzt wirklich bloß, welche Dateien werden so geöffnet. Ich kann minus E irgendwelche System Calls angeben, ich interessiere mich nur für minus E open. Dann werden nur noch die Opens ausgegeben, wenn er sich aus und Signale und sowas. Und ich könnte das auch wieder natürlich in die Datei schreiben. Und dann sehe ich wirklich nur, was er öffnet. Hätte ich vorher einmal mit dem Punkt Emacs, da steht drin, ich öffne Punkt Emacs. Und wenn ich jetzt nach Punkt Emacs Ende des Strings suche, stelle ich fest, er öffnet den gar nicht, obwohl er das doch vorher getan hat. Und das ist ein bisschen ein Problem, wenn ich wirklich nur sage, tu mir mal nur die Opens, ich weiß ja, ich will die geöffneten Dateien, dann sehe ich nicht, welche Dateien er versucht hat zu öffnen, weil je nachdem, wie das Zeug so programmiert ist, tut es anders. Jetzt machen wir das nochmal, wie ich es vorher hatte, deswegen war das gerade ein schlechtes didaktisches Beispiel. Jetzt wieder alle Sachen. Wenn ich da dann reingucke, Punkt Emacs, wie er das auf, dann... Nee, also mit L statt, man sieht, er probiert ganz oft mit statt, gibt es denn die Datei.emacs? Und wenn das Ding sagt, gibt es ja gar nicht, versucht das nicht zu öffnen. Das machen die Einprogrammierer, gucken erstmal höflich, gibt es das? Und das versucht er oft, wie man deutlich feststellt. Ja, das wäre dann sowas zum Thema Performance, mein Emacs startet zu langsam, muss man wirklich so oft nachgucken, ob das denn tatsächlich sein muss, ja, wenn man jetzt mal danach, wie oft macht er denn das? 35 Mal wird nachgeguckt, ist er jetzt schon wieder da? 35 Mal geht noch, das kann auch öfter passieren. Und dann kann es tatsächlich mal irgendwann nervig werden. Aber ein Open gibt es jetzt einfach nicht mehr, das war mein Punkt. Weil ich, wenn ich S3-E Open Room machen würde, zeig mir nur die oben, dann sehe ich gar nicht, oh, der versucht ja auf Punkt Emacs zuzugreifen. Ich weiß vielleicht gar nicht, was er alles versucht. Deswegen ist da so ein anderer nützlicher, wir lernen noch mehr System Calls kennen, aber so ein Meta-System Call nennt sich dann File statt Open. Man kann jetzt sagen, mach Open statt L statt. Ja, ich könnte jetzt hier sagen, tu mir Open statt L statt und ich weiß nicht, was alles machen. Und dafür gibt es so ein Meta-Command, das ganz praktisch ist, alles was mit Filenamen und sowas zu tun hat. Schreib einfach mal alles, was Dateizugriffe sind, irgendwie in das O rein. Immer wenn es darum geht, dann tut man gut dran, wirklich mal alle Files, dann sieht man nämlich auch die Stats und sowas mit dazu. Und dann würden wir den Punkt Emacs, Ende des Strings, wiederfinden. Ah, ich guck mal, ich versuche da was zu machen, wenn es nicht interessieren würde, dann würde ich versuchen, immer wieder da Punkt Emacs, die komprimierte Fassung, EL, sonst was zu machen. Also nur ganz gezielt, ich weiß ja, was ich brauche, auf Open zu starren, ist manchmal ein bisschen zu kurz, speziell, wenn Dateien fehlen. Dann merkt man vielleicht gar nicht, dass er das versucht zu öffnen, aber höflich versucht nachzugucken. So, ja. Ja, da gibt es so eine Kurzform, da dann wieder verweisen auf, woher weiß man dann sowas, Manpage-E-Expression, sehr allgemein formuliert. Da kann man gucken, was das so alles geht. Da geht relativ viel und wir werden heute ganz, ganz wenig kennenlernen. Da gibt es ein Trace, Gleich, Set, File, alles Mögliche. Und da gibt es dann einfach für die wichtigsten Sachen, gibt es Kurzformen. Man kann wirklich einfach sagen, minus E, irgendwelche System Calls. Das steht hoffentlich auch noch irgendwo dabei.
Und den Rest müsst ihr dann tatsächlich mal selber ausprobieren in den nächsten Jahren oder in anderen Vorträgen mal so einzelne Sachen. Aber es kann sehr viel, mit den System Calls kann man viel machen, wenn einen dann Signale interessieren und alles mögliche. Alles, was mit Prozessen zu tun hat, irgendwie sehen wir vielleicht nachher noch was. Aber halt nicht immer, also entweder man schreibt alles raus, das kann sehr viel sein, aber wenn es in der Datei ist, Filesysteme sind immer geduldiger, Linux-Rechner werden immer schneller, aber das kann auch mal ganz schnell viele Gigabyte und viele 10 und 100 Gigabyte sein, wenn dann so ein Apache ganz viele Requests macht. Und dann tut man sich vielleicht schon gut dran zu überlegen, welche Teile des Outputs und was interessiert mich, und ich möchte vielleicht wirklich nur sehen, wann ein Netzwerk-Connect oder sowas ist, und dann muss man das eingrenzen. Man kann erstmal geschwind irgendwie hergehen und sagen, ich tue mal alles mit protokollieren, dann gucke ich mir das in Ruhe an oder ich lasse das auch mal ein Stück mitlaufen. Können wir auch mal machen, also was ich vorher so erzählt habe, ich kann den Emacs, ach, jetzt läuft mein Emacs schon. Und jetzt kann man, der hat jetzt die Prozess-ID, man kann auch irgendwelche Emacs, gibt es denn alle. Wenn der schon irgendwie im Laufen ist, dann sehe ich auch, es gibt zwei Emacs. Da unten. Nee, gar nicht momentan einer, aber wenn man wissen möchte, was der neueste ist, finde ich sehr praktisch. Mit Groß OT kann man das zeitsortiert haben, ist immer ganz unten das neueste, tollste, ist immer 18:20 gestartet. Und jetzt kann man einfach dem schon laufen, Emacs mit S3-P mal auf die Finger gucken. Und selbst wenn ich gar nichts mache, sieht man, der Emacs ist mit irgendwas beschäftigt und ist so im Halbsekundentakt irgendwas am Machen. Und wenn ich da hier dann anfange rumzutippen, dann hat er ganz viel zu tun. Jetzt kann man ja da mal ein bisschen gucken, da gibt es Reads und Writes und sonst was. Und mich jetzt nur einer interessiert, breche das hier mal ab. Dann kann ich ja zum Beispiel sagen, das ist jetzt nicht richtig erhellend, was möchte man hier zum Beispiel haben? Minus E, Select. Select ist eine der Möglichkeiten, auf irgendwelchen Input zu warten. Dann sagt er, ach, da habe ich was. Und kann dann sagen, oder gib mir wirklich nur die Read zum Beispiel aus. Da liest er irgendwo was. Man merkt, wenn ich jetzt irgendwas am Tippen bin, kriege ich das zurückgescrollt, dann würde man hier zum Beispiel ein bisschen sehen, wie er sich mit dem X-Server unterhält. Das ist jetzt ein X-Programm, wenn ich das im Textmodus mache, könnte ich wirklich Tastatureingabe sehen. Und ein bisschen zugucken, wenn ich dann weiß, um was mir das geht, dann kann man sagen, jetzt hätte ich gerne wieder, wie gesagt, nur genau den System Call. Aber das wollen wir geschwind mit dem zweiten Beispiel sagen. Ich nehme mir eine neue Shell. Da läuft irgendwie Shell mit irgendwas. Auch so einer Shell kann man auf die Finger gucken. Also das ist die Shell, die Bash, die ich da unten gerade geöffnet habe. Kann man einfach mal, was macht die Shell? Nix. Die wartet jetzt einfach, die sagt read, ich lese von 0 Input. Ich lese und lese und ich kann damit mit der Maus rumwackeln, passiert gar nichts. Solange bis ich einen Buchstaben drücke, ich habe auf N gedrückt, dann sieht man an, dann kommt das N, der read zurück und sagt, ich habe dein N vom Kernel gekriegt. Habe ein Zeichen bekommen. Und dann geht die Shell her und schreibt das N auf FileDescriptor 2 auf den Error-Kanal zurück, interessanterweise. Das ist das Echo, dass da unten dann auch das N auf dem Bildschirm erscheint. Und jetzt liest es wieder und dann kann ich noch ein N und noch ein N. Und dann drücke ich Return und dann passieren ganz viele Sachen. Das ist jetzt wieder unübersichtlich und das ist wieder der Zeitpunkt, wo man das sagen kann, okay, das schreibe ich mal in die Datei. Guck dir mal ein bisschen zu. Breche den ab und kann da dann in Ruhe zugucken, was da so alles passiert. Ob das jetzt so eine Shell oder ein Webserver oder sonst was ist, die Strategie ist immer erstmal die gleiche. Also wenn irgendwas so am Laufen ist, kann man mal ein Stück zugucken, kann sich einen Reim drauf machen, schaut, was kenne ich da alles oder auch ausfiltern oder ganz viel so Zeug. Und kann dann auch hergehen und sagen, ich will das jetzt mal nicht sehen, was da drin ist. Das ist jetzt wieder mit Unix irgendwie umgehen und dann da unten kommt irgendwo eine Fehlermeldung. Aber es wird schon ein Stück weniger. Von? Ah, gute Frage. Die Frage war, das wiederholen für die Aufzeichnung, sieht man jetzt nur den Trace für das Shell oder auch für die Kindprozesse? Kindprozesse habe ich ja noch gar nicht erwähnt, aber genau da kommen wir jetzt hin. Schönes Beispiel machen. Ich will nur die Ausgaben sehen. S3 minus, und da haben wir doch was gehabt. Minus E, write. Ich will wirklich nur sehen, was da so ausgegeben wird. Dann ist es relativ übersichtlich. Dann kann ich hier tippen, pwd, return. Ah, blödes Beispiel. Jetzt muss ich wieder, besseres Beispiel. ID. Das habt ihr nicht gesehen.
didaktisch ganz schlecht. Ich tippe ID und Return. Und dann sehe ich hier drüben, ID gibt irgendwas aus. Und ich sehe hier nur Write, das ist, macht mit Escape-Sequenzen meinen nächsten Shell-Prompt. Harald, bla, irgendwas, das macht da unten, hier bin ich wieder. Und das, was da oben drin steht, das zaubert mir hier oben das Inhalts die Title-Bar in den X-Term, deswegen ist das ein bisschen mehr. Von dem Ganzen, was das ID ausgegeben hat, sehe ich nichts. Und das ist genau, was da gerade gefragt wurde. Das führt eigentlich auf den zweiten Teil des Vortrags, den wir vielleicht nächstes Jahr halten, wie überhaupt Shell und sowas funktioniert. So ein allgemeines Unix-Pragma ist immer, wenn ich ein neues Kommando aufrufe, geht es immer fork, ich verdopple mich, ich mache einen neuen Prozess auf und in dem neuen Prozess, da starte ich das neue Kommando. Und das ist genau das, was hier auch passiert. Jetzt habe ich vorher schon mal irgendwie gezeigt, S3-I. Mal gucken, ob das geht, das weiß ich jetzt nicht. In dem E-Prozess habe ich gerade vorher gesehen, habe ich noch nie verwendet. Mal gucken, was da so passiert, was er uns sagt. Das hat irgendwas mit Process Creation sonst was zu tun. Und ich sage wieder ID. Und dann sehe ich zumindest clone. Früher hieß es wirklich fork in dem richtigen Unix. Moment, das sind so ein paar Sachen im Weg, dass ihr mehr sehen könnt. Heutzutage nennt man das clone, weil clone ist schneller. Das hat irgendwas mit Kernel Internals zu tun. Da wird irgendwie, ich mache meinen zweiten Shell-Prozess und der zweite Shell-Prozess macht jetzt irgendwas, was ich gar nicht sehe. Und ich warte nur, bis, wenn man genau hinguckt und die Manpage schließt, mein Kind fertig ist. Jetzt hat er einen Kind-Prozess gemacht. Und dieser Kind-Prozess, der geht her und tut das ID ausführen. Und deswegen die andere ganz, ganz wichtige Option, wenn es um mehr wie ein einziges Kommando, diesen Emacs, der sonst gar nichts treibt, minus F, follow Childs. Das heißt, immer wenn dann noch ein Kommando aufgerufen wird und noch eins und noch ein Prozess, alles was da gestartet wird, dem gucke ich auch bitte zu. Dann kann ich sowohl der Shell als auch dem Kind und dem Kind-Kind und allen möglichen zugucken. Und schauen wir erstmal, was das ausgibt mit diesem Prozesszeug. Da sehe ich ein paar mehr Sachen. Da jetzt wie Unix funktioniert wieder mal. Hier oben clone. Da sagt er, der neue Prozess hat die ID, die 30199 ist meine Shell, wo ich da am Tippen bin. Der neue Prozess, wo der sich verdoppelt hat, ist die 30243. Und wenn S3 ist mehr wie ein Prozess beobachtet, dann schreibt sie vorne immer hin, wohin das gerade gehört. Das ist noch Ausgabe von der eigentlichen Shell. Na, das gehört doch zum Clone mit dazu. Und hier sagt jetzt, das ist meine Shell selber, die wartet jetzt mal. Muss man bis hier lesen. Und jetzt wird meine eigentliche Shell, die wird suspended, die wartet halt jetzt und wartet. Und jetzt ist der zweite Prozess am Machen und der führt jetzt UserBinID aus und UserBinID macht dann irgendwas. Jetzt habe ich nur gesagt, ich will nur die Prozesssachen wissen. Jetzt kann ich sagen, jetzt will ich Prozess und den Write-Kommando haben. Zeig mir, was das für eine Ausgabe ist. So, jetzt rufe ich ID auf. Also hat es halt die Schuldigkeit getan. Hier kommt das Exec. Und hier sieht man, dass der neue Prozess write anfängt, meine User-ID auszugeben. Also nur wenn ich S3-F mache, wird tatsächlich den ganzen Kind-Prozessen nachgefolgt. Und alles, was die Shell, der Emacs, der im Zweifelsfall im Hintergrund auch noch Prozesse startet, zeigt mir dann tatsächlich, was ausgegeben wird. War ich vorher so didaktisch unklug, das anders zu machen. Das wollen wir jetzt aber auch noch zeigen und auflösen. So, gucken wir dem Ganzen wieder zu. Ich habe erst PWD aufgerufen. Das war Bildschirm löschen, was ihr hier gesehen habt. Hier geht es wirklich los. PWD ist halt so ein schönes, einfaches Kommando. Ist kurz und macht nicht viel. Das Dumme ist, PWD gibt jetzt hier sofort aus, wo ich her bin. Kein Fork, kein Exec, kein irgendwas, obwohl, wenn man, also machen wir das mal bestimmt, könnt ihr das auch lesen, das ist so bei Programm, jetzt eigentlich wieder Shell, wenn man genau hinguckt, dann gibt es ein BIN-PWD, wird aber gar nicht ausgeführt und das liegt wieder an der Bash, das hat jetzt damit zu tun, welche Shell ihr gerade so verwendet. Die Bash hat intern ein PWD, anders zeigen, Type, Bash und manche anderen Shells haben ein schönes Kommando Type, dann kann man sagen Type PWD oder Which PWD manchmal auch, Which sollte man nicht machen, das falsche Alias ist. Und Type sagt, der PWD ist ein Built-in-Command. Und weil das in der Shell schon eingebaut ist, Type-A sagt mir ein bisschen mehr, dass es nämlich ein Built-in und ein externes gibt. Und weil das Built-in war, hat er jetzt hier nichts aufgerufen. Und auch wenn ich das S3-F hier weglasse und nur sage, gib mir die Writes aus, weil das jetzt die Shell selbst schon beantwortet, ohne -F und sonst was, wenn ich PWD sage, habe ich da den Output gekriegt. Und ganz gemeinerweise, wenn ich jetzt sowas wie ls mache,
Dann gibt es manchmal Situationen, weil es auch ein Built-in in der Shell mit LS gibt, dann je nachdem, wie ich das konfiguriert habe, da ich das nicht möchte, teilt tatsächlich sogar der LS-Output, obwohl es ein externes Kommando sein sollte, tatsächlich dann plötzlich erscheinen. Deswegen, kleine kurze Vorzusammenfassung, fast immer sieht meine Kommandozeile für S3s aus, minus F. Ich will eigentlich immer alles, was da kommt, wissen und was da noch aufgerufen wird. O haben wir schon gesehen und Output-File und dann geht es irgendwie weiter. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Option, die wir nach 10V, verbos, viele so Unix-Kommandos kennen immer, gibt mal ein bisschen mehr aus. Das mehr kann manchmal nützlich sein, das mehr kann manchmal ein bisschen hinderlich sein. Aber lieber mehr Informationen haben, ist immer mein Motto, Informationen wegschmeißen und überlesen kann man immer. Von irgendwas, was ich jetzt mühsam getraced habe und wo ich dann lange Zeit analysieren möchte, ist es blöd, wenn ich feststelle, jetzt habe ich nicht genug Informationen. Und da sehen wir ein paar Informationen mehr. Ich zeige gleich ein bisschen, was man da mehr sehen kann. Ob das da nützlich ist oder nicht, hängt immer davon ab. Aber dann ist es mal in der Datei drin. Ja, das ist jetzt, ich tue mal die Zeilen folden, jetzt ist wieder, jetzt merkt man, wenn man so rüber schreibt, manche Kommandozeilen, manche Outputzeilen sind jetzt ein bisschen länger. Was ist da passiert? Geht ich, wie komme ich zurück? So komme ich nicht zurück. Ich muss wieder zurückscrollen, Moment. Okay, mach das wieder aus. In die erste Zeile. Das hier ist ein Teil der ersten Zeile, das exec VE, das sah vorher relativ einfach aus. Der sagt mir, ach, da tue ich jetzt irgendwas ausführen. Exec ist, führe mir dieses neue Kommando aus nach fork. Das ist immer dieses fork, verdopple mich, exec, führe mir mal den Emacs aus. Was auch die Shell machen würde, wenn ich die Shell trace und sage, wie geht das denn? Und vorher stand da bloß drin, ich rufe Emacs auf und finde das oder finde das nicht. Und eine der Auswirkungen von V ist, dass man hier die ganze Kommandozeilenparameter alle kriegt, egal wie viele das sind. Und auch das ganze Environment. Und da steht halt jetzt bei mir relativ viel Wichtiges drin, zum Beispiel auch wieder mein PWD. Und damit sieht man tatsächlich, wie zum Beispiel irgendwo der Path gesetzt ist. Ja, wenn man jetzt später mal nachgucken möchte, was das so passiert ist, dann sucht man da drin und findet jetzt hier tatsächlich irgendwo in diesem Gefrickel Path gleich, dam, 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 und das ist alles mein Suchpfad. Ist nicht alles mein Suchpfad. Hier hört der String schon auf. Nächste wichtige Option für dieses Ganze, wenn man schon alles wissen möchte, da das sonst ja so unübersichtlich ist und die Zeilen so lang werden, hackt S3 die String Size ab. Und das S-Trace hat so eine Option minus S. Wie viele Zeichen von dem String möchte ich denn sehen? Defaultmäßig sind es, glaube ich, 20 oder sowas. Oder kann man mal sagen, was weiß ich, 99 Zeichen sind für die meisten Dateinamen, 999, kann man auch großzügig so ein paar mehr machen. Da muss man sich überlegen. Also wenn er jetzt dann wirklich so mal ein 100 Kilobyte Write macht, irgendwas in die Datei rein, dann kriege ich die auch alle. Aber dann kann ich auch wirklich jedes Byte, was in die Datei wandert, nachher nachlesen. Oder wenn er einen großen Block aus einer Datei oder aus einer Library liest und ich da vielleicht nachher was am Suchen bin, was relevant ist, Beispiel kommt vielleicht noch. Und jetzt suchen wir wieder mit meinem gänzlichen Path gleich. Wenn man weiß, dass sowas mit String in Anführungszeichen angibt, dann tut man sich gut, immer so ein bisschen Pattern zu überlegen, weil Paths gibt es hier viele. Es gibt einen Mann-Path, es gibt einen Gnome-Path, einen Glade-Pixmap-Schlag-mich-tot-Path. Und hier ist jetzt dann, irgendwo hört der Pfad aber wieder auf. Hier, da ist das String zu Ende. Jetzt könnte ich tatsächlich nachgehen, was ist denn der Suchpfad und kann mir dann vielleicht einen Reim drauf machen, warum tut der Emacs das nächste Programm nicht finden, weil ich dem tatsächlich irgendwas, was irgendwo läuft, oder nehmen wir an, war mein Apache Webserver, den ich gerade laufen habe, ach, der hat ja so einen Pfad, dann kann er ja Programm XY gar nicht finden, weil der Pfad ja so und so gesetzt ist. Man kann da halt zum Programm auch im laufenden Betrieb schön auf die Finger gucken. Jetzt haben wir wieder Unmengen Daten gekriegt und den kann man halt, wie viel ist das jetzt? Mal nur einmal Emacs starten. Das war das Falsche. Kann gar nicht sein. Das ist irgendwie viel. Option H, Human Readable, 11 Megabyte Output, nur für einmal Emacs starten und sofort wieder zumachen. 18.000 Zeilen. Was natürlich ein bisschen an dieser Stringlänge liegt. Das ist, wenn ich jetzt gesagt habe, tu da die ganzen, zeigen wir mal. Einfach zur Abschreckung einmal. Open. Da wird irgendwas geöffnet. Das sind noch die langen. Gar nicht so schlimm eigentlich, da wird irgendwie lokale Emacs irgendwas geöffnet, dann sagt er, das ist File Descriptor 3, wenn man jetzt mal wirklich wissen möchte, was mit so einer Datei passiert, und dann merkt man, die 3 ist dann so wichtig, File Nummer 3 irgendwie, und so die typischen Sachen, was man mit Dateien macht, sind Read und Write, das heißt, man kann einfach mal Read oder Write suchen und gucken, was das so abgeht, und dann sieht man, hier wird von Datei 3, ich weiß, scroll mal ein bisschen hoch, dass ihr das seht, hier war das Open, da sagte ich, habe Datei Nummer 3 geöffnet und nach anderen Kleinigkeiten liest er tatsächlich von Datei 3 und jetzt kann ich tatsächlich sehen, was er da so alles liest und macht.
Und wenn ich jetzt rauskriegen möchte, weil das Programm zum Beispiel Hallo angezeigt hat, dann kann ich ja in diesem ganzen Gefrickel einfach mal suchen. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwo Hallo, ob da irgendwo da Hallo drin steht. Nehmen wir ein Hello. Ah. Wenn wir viel Glück haben, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, Emacs ist höflich und begrüßt dann mit Hello irgendwas. Dann hätte man das finden können, na, ist doch nicht so höflich. Eröffnet eine Datei EDC Hello. Was es alles gibt, okay. Aber wenn da jetzt ein Text auf dem Bildschirm erscheint, das weiß ich, dann kann man mal gucken, wo kommt denn der Text her. Da kam offensichtlich, achso, wir können doch mal gucken, was hat er denn gesagt? Emacs-Befehle beinhalten Kontrolltaste irgendwas. Also hier, das ist ja mein Emacs. Also, oh, hier könnt ihr nicht sehen, pardon. Hier ist der Emacs, der da noch läuft. Da steht irgendwas Kontrolltaste. Da, bla, Kontrolltaste. Und wenn ich jetzt wissen möchte, warum sagt er denn Kontrolltaste zu mir? Kontroll, dann kann man da immer. Read, die Kontrolltaste. Hier habe ich tatsächlich was gefunden. Irgendwoher liest er von File Nummer 7, Kontrolltaste. Und dann meistens wird so eine Datei erst geöffnet und dann auch gleich gelesen. Und tatsächlich in der Zeile drüber findet man tatsächlich schon, da wird irgendwas geöffnet, was Nummer 7 ist. Und da kann man dann in diesem Dateinamen nachgucken. Und woher kommt denn der Text Kontrolltaste? Sind jetzt sehr synthetische Beispiele. Wir haben wirklich mal mit dem Kollegen vor nicht allzu langer Zeit 2 Stunden gesucht, mein Vortrag-Compiler übersetzt nicht mehr. Oder linkt nicht mehr für ein Kundenprojekt und das hat immer gut getan und irgendwie und das wird auch jede Nacht über den Cronjob automatisch Software übersetzt und getestet und hat er das von Hand machen wollen und wenn ich das von Hand mache, dann tut das nicht. Mein Cronjob heute Nacht ging noch. Wir haben relativ lange rumgesucht und halt irgendwann festgestellt, da kommen ganz komische Command-Line-Parameter für einen kommerziellen Fortran-Compiler, der da irgendwie aufgerufen wird, die er so in seinem Makefile gar nirgends hingeschrieben hat. War alles sehr seltsam. Und warum ruft er das mit diesen Parametern auf? Und dann hat mit den Parametern hat zu tun gehabt, das tut ja nicht mehr. Und wir haben uns nicht anders zu helfen gewusst, wirklich alles mittracen und machen und gucken, wo kommen denn diese komischen Kommandozeilen her. Ich kannte die Zahl von der Struktur und wusste, die kann man in Setup-Dateien für den Compiler, warte, ich glaube Intel-Vortrag, keine Ahnung, und da kann man im System Setup-Dateien angeben und wir haben diese Option da drin auch gefunden, die waren allesamt auskommentiert. Waren alles Kommentarzeichen und wir haben im ganzen System geguckt, die waren nicht auskommentiert, das darf keine Rolle spielen. Da haben wir halt alles getraced und alles mitgelockt, was da so geöffnet wird mit allen Inhalten, große Datei produziert, wieder nach dem String gesucht, wo kommt denn jetzt die Option Kontrolltaste her, keine Ahnung, und festgestellt, ja, er hat irgendwann mal sich die Sachen reinkopiert in sein Home Directory und hat für einen Test diese Option auskommentiert. In der Config, so wie .emacs gibt es da einen .fortran-Compiler, da kann man das auch selber machen. Und da standen die Optionen drin, die gestört haben. Und die Compile-Shop nachts, die hat einen anderen Account gemacht, der die Cronjobs macht. Und immer wenn er das mit seinem Privataccount gemacht hat, hat es nicht getan. Und Cronjob nachts ging, weil plötzlich in seinem Home-Directory ein Config-File war, der da relevant war. Und es kann einfach extrem praktisch sein, einfach alles anzugucken und viele Daten zu haben und dann ein bisschen Data-Mining betreiben, wo kommt es denn so her? Dieses Mal so als Ideen, was man mit Dateien so angucken kann. Jetzt muss ich ein bisschen mein Skript spicken, was ihr auch alles nachlesen könnt, ob ich gute Ideen verpasst habe, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Minus E für, ich möchte nur die wenigen System Calls mittracen, kann sehr nützlich sein. Aber nur dann, wenn es wirklich sehr, sehr viel Output ist oder sehr lang mitläuft. Das kann man auch mal über einen Tag, über eine Woche oder so mitlaufen lassen, wenn es darum geht und wenn ich irgendwas Wichtiges suche. Lieber erstmal alles in der Datei reinschmeißen, solange die Platte nicht überläuft. Minus F ist immer wichtig, weil allem zugucken, was da so passiert. Ja, ich glaube, das ist mal so für, ich gucke so einen Prozess auf die Finger. Wichtig ist zu sehen, wie machen wir das schön. Ja. Also minus F, ich möchte allen Prozessen folgen. Ich gucke noch Bash auf die Finger, die tut jetzt einfach ein paar Kommandos, die nicht so arg viel rumblubbern. Bin false und irgendwie sowas aufrufen. So. Wenn man dem zuguckt, was er so macht, die Shell führt aus, mal false aufrufen und wie was zurückgeben, ist schon relativ unübersichtlich. Aber wenn man jetzt, können wir mal ein bisschen selektieren, was es alles anzeigt. Wir haben schon gesehen, jetzt sind es, ich will nur wissen, was wird so ausgeführt.
dann ist es relativ übersichtlich. Man sieht irgendwie, er macht einen ersten Prozess, da wird bin_true aufgerufen. Er macht einen zweiten Prozess, wird bin_false aufgerufen. Und wenn ich das alles in der Datei schreibe, dann steht genau das, was ich auf dem Bildschirm habe, da out drin. Das ist noch relativ einfach. Und dann kann man vorne sehen, der eine Prozess macht das. Man macht halt den ersten Aufruf, das ist meine Bash selber. Und wenn ich das jetzt mit etwas komplizierterem mache, meine Folien brauche ich eigentlich nicht mehr. Was komplizierter ist, ist zum Beispiel, ich liebe für PDF-Anzeigen wirklich den Acrobat-Reader. Acrobat, das ist ein schönes Shell-Skript. Einfach mal das PDF anzeigen. Am besten mit allem und scharf. Also nicht nur minus E. Ich lasse das irgendwie ploppt. Starte Acrobat. Ach, ich habe ein 64-Bit-System. Also hier ist der Acrobat. Ich kann da irgendwie durchblättern. So, genug. Habe einen riesen S3-File geklickt. Da stehen viele Sachen drin. Und wenn man jetzt dann nachguckt, dann stellt man fest, da vorne gibt es ganz, ganz viele Prozess-IDs und die machen ganz viele Sachen. Das kann irgendwann auch unübersichtlich werden, wenn man jetzt wirklich da immer noch einen Prozess und ich rufe noch was auf. Da kann man jetzt schön zugucken, was dieses Shell-Skript, weil der Acroread erstmal ein Shell-Wrapper ist. Wenn man einfach bloß die execvs angucken, der xdpy, der guckt erstmal, was mein x-Server so alles an Sachen hat, macht pwd mehrmals und Gott und die Welt. Und manchmal können die Shell-Skripts jetzt auch nebeneinander herlaufen und irgendwelche komischen Sachen machen. Das liest sich irgendwann auch nicht mehr gut. Und deswegen ist die nächste wichtige Option die Option minus F. Die kann man ja auch mehrmals angeben. Und wenn ich Option F einmal angebe, dann folgt es den ganzen Kindern und schreibt sie dann in die Datei rein. Wenn ich das mehrmals mache, jetzt tun wir mal alle O's löschen, keine O's mehr da, dann mache das wieder. Dann blubbert mir mein Akkurat und macht da irgendwas und wir beenden den wieder. Wenn ich jetzt ein ls mache, dann gibt es hier so Tech-Folien oder irgendwas und da sieht man, es gibt ganz, ganz viele O-Dateien. Und was er jetzt gemacht hat, oder ll liebe ich mehr, er hängt jetzt für alle die Dinger mit zwei Fs die Prozess-ID mit dran. Jetzt kriege ich für jeden Prozess einzelne Datei, wo nur der S3S-Output von diesem einen Prozess drin ist. Und wenn ich jetzt irgendeinen mal blind rauspick, das war jetzt offensichtlich ein Exec, da ist jetzt wieder einer, der kein Exec macht, schade. Exec V, ja, jetzt können wir mal einfach auf O Stand kreppen. Wer führt was aus? O Stand. Und dann sieht man hier zum Beispiel, ach, da kam eine SED-Fehlermeldung. Nehmen wir jetzt mal an, dann brauche ich jetzt bloß gucken, wo ist denn SED unterwegs? Und dann sehe ich, ah, in diesem Ding, da wird mal SED aufgerufen, dann gucke ich mir den näher an. Und jetzt sehe ich wirklich nur noch, was dieses eine SED macht. Das sehe ich jetzt hoffentlich. Exec. Habe ich mich verklickt? SED, den da. Less. Diese Datei. Würden wir gerne Exec sehen. Ach, geht doch. Und dann kann ich hier oben wieder zugucken, was sind die SED-Parameter und kann dann gucken, was macht er da rein nach, warum gibt er vielleicht aus File.found oder sonst irgendwas. Das ist jetzt immer eine Abwägung. Möchte ich so einem einzelnen Programm irgendwie auf die Finger gucken? Und sehe, was jeder einzeln macht, das kann ganz nützlich sein. Oder die andere Variante mit einem F. Schreibe ich das alles in eine einzige Datei rein. Blub, blub, blub. Machen wir nochmal. So. Wenn wir jetzt, also nehmen wir wieder an, ich habe irgendwas mit SED gesehen und kann dann irgendwo, dann suche einfach mal nach SED, Stadt, Access, irgendwo, irgendwo, execve. Jetzt sehe ich hier tatsächlich, hier wird ein exec gemacht, das ist diese Prozess-ID. Dann kann man jetzt hier drin ja gucken, einfach mal mit dem Less anzeigen lassen. Da sieht man jetzt, das ist immer mal eine Zeile von dem SED und eine Zeile von was anderem. Die Prozesse 90 und 91 wechseln sich ab. Das ist jetzt irgendeine Pipe, da wird irgendwas gemacht und gepiped und das liest sich hier relativ schlecht. Da sagt er mich immer, ich bin mit dem Exec noch beschäftigt, der andere macht nebenher schon den Read, dann mache ich wieder hier und mache was da. Schwer aufzufinden. Deswegen ist es manchmal ganz praktisch, minus FF, ich kriege jeden Prozess in eine eigene Datei, dann sagt er nicht mehr, ach, ich bin damit noch beschäftigt, ich mache mal den anderen so lange weiter. Der Nachteil davon ist, wenn ich das in einzelne Dateien separiere, ich sehe die Reihenfolge, wie das so abläuft, nicht mehr. Ja, weil jeder irgendwie, das SED macht dieses, das macht das, wenn ich jetzt mit der Pipe Daten verbinden, dann habt ihr die Schwierigkeit wieder rauszukriegen, wer unterhält sich mit wem und was. Hier, das, was hier so abläuft, das ist wirklich chronologisch so sortiert, so schnell, wie das S3 hin und her kommt. Ja? Ja,
Die Frage war, ob das auf Mehrprozessoren-Systemen so ist, dass das S3s die in der richtigen Reihenfolge sind. Ja, es ist so. Das liegt an der Methode, wie das S3s mit diesem Kernel macht. Der S3s kontrolliert alle die Prozesse, mit denen er jetzt was zu tun hat, und hat dem Kernel gesagt, ich möchte wissen, wenn da ein System Call aufgerufen wird und wenn der was zurückgibt, und hängt sich da in diese Aufrufsachen rein. Und der Prozess kommt immer erst dann wieder dran, wenn der S3s die Information gekriegt hat, ich rufe jetzt Read auf, dann kriegt die Information, jetzt wird Read aufgerufen mit den Eingangsparametern des S3s, das kann dann was damit machen, ausgeben oder auch nicht, das überlegt sich dann je nach Command-Line-Parameter, dann geht es in den Kernel rein, der Kernel gibt dann irgendwann eigentlich die Read-Rückgabewerte, was er jetzt gelesen hat, wieder zurück. An der Stelle wird das S3s, der zweite Prozess, nochmal aufgerufen, der serialisiert alles. Und egal wie viele das sind, da sitzt ein S3s-Prozess drin, der jetzt von ganz vielen eben die Informationen zusammenkriegt und muss dann immer warten, bis das geht. Also egal wie viele CPUs da unterwegs sind. Da komme ich später bei dem Problem noch dazu. Die Frage war, das heißt, dass das Timing dadurch geändert wird? Ja, das ist sehr wohl wahr. Erstens mal, es braucht überhaupt Zeit, das heißt, das bremst. Und wenn da sehr viel passiert und der vielleicht auch sehr viel auf die Platte schreiben muss, dann bremst er sehr viel. Ja, wenn da jetzt wirklich der Apache eh schon mit hoher Last läuft und gerade das macht, was das System hergibt, und ich komme mit S3s und möchte allem noch zugucken und alles noch mitschreiben und sowas, dann wird das alles sehr viel langsamer. Dann ist der Apache auch nicht mehr so performant und das kann zumindest die Zeit verzögern. Die Sequenz bei Mehrprozessorsystemen kann das eventuell sogar auch beeinflussen, ja. Aber das dann, da muss man, kommen nachher noch ein paar Beispiele vielleicht und Kommentare. Wer misst, misst, misst. Das ist eine alte Physikerweisheit oder Ingenieurweisheit. Man muss sich dann wirklich überlegen, ob das, was ich mit dieser Messung hier mache, das System so stark beeinflusst, dass das, was ich messe, eigentlich bloß noch Quatsch ist. Wenn es mir um Geschwindigkeiten geht und ich das System um Faktor 10 bremse, weil ich für ganz schnelle, kleine, triviale Dinge plötzlich ganz viel I.O. mache, weil ich immer das mit S3 auf die Platte schreibe, kommt vielleicht hinten nicht mehr die Information raus, die ich mir erhofft habe. Aber kommen wir vielleicht nachher noch zu. Da war noch eine Frage, oder? Ah, okay. Ist jetzt eine Abwägung, möchte ich die Sequenz wissen und wissen wir, mit wem geht oder anders. Es gibt noch eine dritte Variante, jetzt waren wir schon bei Zeit und solchen Sachen. Was anders, haben wir so mit Daten ein bisschen fürs Erste abgeschlossen. Nächste schöne Option, also F einmal schreibst in eine Datei, F zweimal schreibst in viele Dateien, das ist ganz praktisch. Lassen wir es mit dem einen F, wenn A. S3s, nächste schöne Option, die ich ganz oft brauche, T. T macht Timestamps. Da steht einfach jetzt die Uhrzeit drin. Oh, in spätestens einer halben Stunde gibt es Schnitzel. Dank S3s. Jetzt gibt es die Möglichkeit, haben wir gerade gelernt, man kann Optionen mehrmals angeben und das wird dann immer mehr Informationen. S3s mit zwei Ts gibt wenigstens nicht nur die Sekunden, weil heute ja alles so schnell geht, wenigstens Mikrosekunden. Bei schnellen Rechnern würde ich mir wünschen, dass da bald Nanosekunden dran stehen. Also das geht inzwischen tatsächlich, dass man so ein System Call unter einer Mikrosekunde so macht. Die Rechner sind zu schnell. Nochmal, also das ist jetzt einfach Stunden, Minuten, Sekunden und ganz wenige Mikrosekunden, Millionstel Sekunden. Ein drittes T, noch schöner, da kommt jetzt einfach die Zeit in Dezimalsekunden. Das Unix Time Format, das ist Sekunden seit 1970 und Millionstel, 4T, macht glaube ich nichts mehr anderes, sehr schön. Also das sind so die drei Zeitformate, die man haben könnte. Und damit kann man einmal überhaupt erst gucken, wann passiert sowas, wie oft passiert sowas. Aber nochmal geschwind zu dem Beispiel zurück mit dem Akkuread, mit der Option, ich schreibe es in eine oder in viele Dateien, gibt es eben jetzt die Variante, schmeißen wir erstmal geschwind alles weg, dass wir da nicht so durcheinander kommen. Kein Output mehr. Ich schreibe es jetzt in viele Dateien, und nehme geschickterweise, je nachdem, was man haben möchte, zwei oder drei Ts. Dann gucken wir uns das dann mal an. Ah, den Bilder verlassen wir gleich wieder mit. Jetzt habe ich wieder viele Dateien. Jetzt suchen wir wieder unseren SED. Na, SED. SED. Oh, Stern. Exec. Wo ist unser SED, der das Problem hat angeblich? Ha. Das sieht man eigentlich schon. Und da vorne stehen halt jetzt die Zeiten mit dran. Und wenn ich sowas gemacht habe, jetzt habe ich die einzeln separiert und kann das nicht so richtig. Jetzt kann ich hergehen und sagen, kann ich die ja wieder nach der Zeit sortieren. Und jetzt kann ich entweder hergehen und sagen, sortiere mir einfach mal alle die Dateien, die ich habe.
und zeigt mir die an. Und jetzt suche ich wieder User bin SED. Da wird der SED aufgerufen. Und jetzt sehe ich von allen Prozessen alle System Calls. Jetzt sind die wenigstens chronologisch sortiert, weil er halt nach meinem Timestamp vorne sortiert. Jetzt sehe ich den aber nicht so richtig an, welcher Prozess was macht. Auch nicht so richtig geschickt. Aber ich habe die Chronologie drin. Jetzt kann man da verschiedene Weise vorgehen. Jetzt würde ich schon gerne wissen, in welcher Datei was drin ist. Ob Sort eine Option hat, dass er den Dateinamen anzeigt, weiß ich nicht. Würde ich bezweifeln, kann man da mal vielleicht suchen. Aber Grep hat die Option zum Beispiel. Ich suche mal, ups, habe ich mich da vertippt, das soll ein Punkt sein. Ich suche mal einen Punkt in den Dateien. Punkt ist irgendein Zeichen. Das heißt, er sagt mir jetzt, in der Datei habe ich in jeder Zeile, wenn man genau hier guckt, irgendein Zeichen gefunden. Toll. Das ist noch nicht so richtig prickelnd, aber das kann ich jetzt auch wieder sortieren. Und je nachdem, wie man ist, früher hat man im Sort gesagt, oder sortiert es mal nach Spalte 012. Informatiker zählen mit 0 los und die Spalten, weiß ich, sind Leerstellen. Sort ist was nach Leerstellen sortiert. Jetzt kann man eben sagen, hier Spaltentrenner ist ein Doppelpunkt als Tabulatorzeichen. Ich sortiere nicht die Spalte 0, sondern die Spalte 1, nämlich nach Zeit. Und wenn ich jetzt den User bin SED suche, dann habe ich jetzt hier wieder mein SED und sehe dem da vorne an, das ist die Output von der Prozess-ID. Hier ist mein Exec, um den es ging, und sieht, das ist die Zeile aus der Datei. Und zwischendrin machen wir mal das Wraparound weg. Jetzt kriege ich chronologisch sortiert, richtig schön, immer genau die System Calls. Und er sagt mir, das ist der Prozess, die Prozess. Solche sagen, dann kann ich beides angucken. Ein bisschen Fantasie und Idee und Shell-Tools und sonst irgendwas. Und dann hat man die Chronologie. Jetzt kann man natürlich im Prinzip hergehen. Wenn er das, also da muss man immer ein bisschen abwägen und Erfahrungen haben und manchmal auch mehrmals machen. Irgendwann stellt man fest, jetzt hätte mich aber wirklich interessiert, wann, wie oft, was irgendwie, wie immer die Fragestellung dann ist, die da ausfällt. Und dann halt sagen, okay, jetzt rufe ich das S3 nochmal auf und lasse es halt nochmal so lang laufen, bis es wieder kracht oder so, um dann mehr Informationen in anderer Form oder so zu kriegen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch mal hergehen, jetzt würde mich einfach interessieren, wie oft und wann wird denn irgendwas aufgerufen. Dann kriege ich hier natürlich jetzt auch schöne Zeiten irgendwie mit rein. Jetzt sehe ich das akkurat irgendwo. Weil mit den Timestamps kann ich jetzt natürlich mehr machen. Ich kann jetzt wirklich hergehen und sagen, irgendwas braucht lange und macht lange. Moment, jetzt tue ich wieder beim Hintergrund versuchen. Vielleicht geht es ja sogar, genau. Wir machen, was weiß ich, www.google.de. Das ging zu schnell. Das tut. Ach so, ich habe ja eingesteckt. Okay. Weil ich habe da vorher mein Ethernet-Kabel gefunden und es tut. Das war jetzt wieder, es ist schnell. Okay, ihr habt gesehen, es funktioniert. Und jetzt, gestern hat es noch getan und war schnell. Jetzt ist heute. So vielleicht. So, gestern war es schnell, heute Mist. Warum ist es jetzt schnell? Gute Beispiele finden. Speziell im Netzwerkbereich. Mal gucken, ob das hilft, zu einem guten Beispiel zu kommen. Okay, klappt. Letzter Versuch. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Klappt. Sehr gut. Jetzt braucht es halt irgendwie länger. Wird dann irgendwann auch mal funktioniert oder auch nicht. Warum ist das jetzt so? Vor allem jedes Kommando S3 schreiben, kann man schon ein bisschen zugucken machen. Da wir jetzt wissen, es hat irgendwas mit Zeit zu tun, beim minus TT, ich will mal sehen, wer es und wie lange und irgendwo. Jetzt ist es noch relativ einfach, da tut und macht und hängt. Und dann kann man mal Return drücken. Und jetzt hat man gesehen, jetzt kann man verschiedene Sachen machen. Ich schreibe das in den Logfile rein, weil
Jetzt hier war es hier offensichtlich. Ja, jetzt, aber wenn das irgendwie so ein bisschen ist, dann kann man jetzt hier einfach mal die Timestamps reinschreiben und immer gucken, wo hat sich denn im Timestamp viel gewandelt. Machen wir gleich noch mit ein bisschen. Hier hat man gesehen, der bla, irgendwie 39 Sekunden, 55 Sekunden hat irgendwas gewartet. Den will ich jetzt irgendwie finden können, ob ich das jetzt mit zwei oder drei Timestamps mache. Machen wir das mal. Und damit ich sehen kann, wie viel das ist. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit warten. Tun wir das mal mit Konsole und irgendwie mit klubbern lassen. Und warten mal geduldig ein paar Sekunden, damit wir einen schönen Demo-Effekt haben, weil jetzt sieht man ja nicht, wo und was und wie das passiert. Warum braucht das eigentlich so lang? Und jetzt habe ich den eine Weile laufen lassen, was da immer nicht richtig tut. Nehmen wir an, das hat jetzt gereicht zum irgendwie angucken und schaut da, ups, wo habe ich es geschrieben? Ah, L. L für Logfile. Also kein Output von dem Prozess ist. Hab davon jetzt schön meine Timestamps. Aber das ist ja, das kann jetzt auch wieder gigabyteweise irgendwie sein. Jetzt muss man halt irgendwie Differenzen und sowas finden und Tools, die man vor 30 Jahren kennengelernt hat, nimmt man immer wieder ganz gern. Gib mir mal irgendwie minus den letzten Timestamp aus und mach das irgendwie, gib immer die Differenz von so zwei Timestamps aus. Mach das mal irgendwie so. Und dann sieht man, das ist der erste, ist ein ganz großer, aber ansonsten passiert da irgendwie schlecht. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Man könnte Mut zur Lücke haben, aber so was, Prozent 10.6f oder sowas. Auch sowas geht da schließlich. So, sieht irgendwie schöner aus. Haben wir richtige Zahlen. Und richtige Zahlen kann man wieder richtig sortieren. Das ist immer ganz gut, sortieren zum Sachen suchen, ist immer ganz praktisch. Sortieren wir das mal numerisch. Und dann sehe ich halt irgendwie, da hat es mal 3 Sekunden Differenz. Meistens ist es ganz schnell gegangen zwischen den System Calls, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden. Blöde Informationen, weil ich da jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel mit anfange, aber ich kann mir jetzt entweder hierher gehen lassen, ups, zum Beispiel die Zahl nochmal mit ausgeben lassen. Halt. Dankeschön. Dann sollte man hier nochmal ein Prozent S oder sowas dazu machen. Gib mir mal, das ist jetzt wieder Shell-Akrobatik in irgendeiner Weise. Dann sieht man jetzt bei dem Timestamp, da war die Differenz irgendwas. Aha. Dann gucke ich mal da rein und suche mir den Timestamp. Also so könnte man sowas machen. Ja, wenn ihr wirklich seht, dann merkt man tatsächlich, da war bla 58 Sekunden 63. Das heißt, dieses Kommando hat so lange gewartet. Und ja? R? Ich hätte jetzt was anders gemacht, aber Moment, S3 minus R, die Einwand war S3 minus R, sagt mir gar nicht, habe ich noch nie verwendet oder schon Jahre nicht mehr. Relative Time, stimmt, doch, dann habe ich es mal, sehr gut. Ja, das ist, deswegen macht man so Vorträge, lernt man wieder mal. Dann machen wir das gleich mal, S3, also das wäre eine der Methoden, es gibt noch eine andere. Wobei, hier kann man jetzt auch gleich ein bisschen mehr machen. Statt $1 kann ich die ganze Zeile mit ausgeben. Dann sehe ich zumindest mal gleich 6 Sekunden. Das war Poll, irgendwas und solche Sachen. Das mit dem S3-R finde ich klasse. Herzlichen Dank. BGET, also machen wir der S3. Geht es so? Ja, look. Ja, cool. Dann sieht man das richtig schön. Und hier vorne kommt jetzt dann gleich nach irgendwann 5 Sekunden und dann sortiert man das schön und dann merkt man irgendwie, also der Socket kam 5 Sekunden nach dem Poll, weil der einen Timeout gemacht hat. Jetzt hat man also hier gemerkt, hier sind 5 Sekunden ins Land gegangen, jetzt muss man wieder nach oben suchen und sieht irgendwie www.google.de, das war mein WGET, und macht irgendwas mit 127.001, SYN-Port, also man muss Englisch lesen können und dann lernt man irgendwann so ein bisschen wie Internet und TCP/IP und sowas funktioniert, Port 53, irgendwas mit Connect. Dann kann man sagen, man connect zum Beispiel, irgendwas mit Internet und Club und man connect, N war glaube ich irgendwie das falsche, Tickle TK, ach, wir haben damit Kernel zu tun, man 2 connect, dann wird einem zumindest irgendwas erklärt mit Socket und sowas, jetzt muss man ein bisschen wissen und dann irgendwie sagen, okay, Ports, die stehen immer in EDC Services, wie man ein bisschen nachliest und irgendwas mit 53 hat er uns gesagt. 53 Domain Name Server, kurz DNS, der Service Domain. Und wenn man jetzt noch ein bisschen auf die Finger guckt, was da so passiert ist, ja, der kann man jetzt hier zugucken, 127.001, wenn wir 5 Sekunden warten, dann kommt noch eine magische IP-Adresse. Mein edc-resolve.conf stimmt gar nicht mehr. Ich habe irgendwie gemein, wie ich bin,
erstens mal da meinen eigenen Rechner eingeben. Da gibt es auch keinen Name-Service, der gerade läuft. Und die IP-Adressen sind auch nicht mehr so ganz koscher. Einen großen Fehler gemacht. Ich habe das nämlich nicht mit dem Emacs editiert. Sonst gäbe es jetzt eine Tilde-Datei. Deswegen tat es jetzt nicht mehr. Also man kann wirklich so Netzwerksachen, dann Nameserver, wird das irgendwie 60 Sekunden braucht, kann man auf den Finger gucken und merkt, also, oh, der macht DNS hier und da und irgendwie. Man sieht vielleicht, welcher Nameserver einem da in die Quere kommt. Und merkt an solchen Timestamps irgendwas. Die andere Variante, die man auch noch machen kann, die einfach nützlich ist zum 15 Minuten im Schnitzel, meine Güte. Nee, Groß-T, glaube ich, ist hübsch. Ich mache mal wieder, dass man sieht, wo es weitergeht. Das sind wieder die normalen Timestamps. Was anderes Schönes ist, Timestamp ist hier vorne das Groß-T bewirkt, wenn man hinguckt, dass am Ende jeder Zeile nochmal ein weiterer Timestamp gezeigt wird. Und zwar ist das jetzt der Timestamp, den man das S3 macht zwischen Kernel-Aufruf und Kernel-Beenden. Problem von den Timestamps da vorne ist immer, das ist, wann das Read aufgerufen wird. Und ich sehe nur, hier wird Read aufgerufen und jetzt sehe ich, irgendwann viel später wird nochmal ein Read aufgerufen. Jetzt kann es sein, dass zwischen den beiden Timestamps, jetzt ist da wenig Zeit vergangen, blödes Beispiel, dass das Programm den Read-Output sofort gekriegt hat und dann gerechnet hat und jetzt mit den Daten, die da kamen, mal eine Sekunde, whatever, beschäftigt war und irgendwas intern getrieben hat oder dass es so lange gebraucht hat. Und wenn man nicht entscheiden kann, ist jetzt der Kernel der wartet oder sowas, dann kann es, weil es hätte ja jetzt sein können, nach dem Poll, wenn ich nur sehe, hier ist Poll aufgerufen worden, 5 Sekunden später wird der Socket aufgerufen, kann ja sein, der hat jetzt 5 Sekunden irgendwas im Programm getrieben. Und mit dem Minus Groß T sehe ich, er ist 5 Sekunden im Kernel gewesen und kam jetzt erst nach 5 Sekunden wieder zurück. Und auch den kann man sich dann rauspicken und sortieren und sonst irgendwas machen. Und damit kriege ich tatsächlich eine Information, ob die Zeit, die jetzt irgendwie hier nichts passiert ist, wo kein System Call erfolgt ist, das Programm ernsthaft gerechnet, irgendwas für mich getan, whatever getan hat, oder ob im Kernel irgendwas passiert ist und der Kernel jetzt zum Beispiel auf NFS wartet, auf einen Nameserver, auf Gott in die Welt, ja, oder eben auch zum Beispiel, wir haben irgendwo noch meine Shell mit irgendwas 30 irgendwas, auch mit sowas kann man das dann immer üben. Also die Shell habe ich nicht mehr. Meine Eingabe, Echo, das ist immer ein ganz dankbares Beispiel, wenn man so ein bisschen interaktiv üben möchte. S3 minus R, haben wir gerade genannt, minus T. Gucken wir uns die beiden nochmal an. Dann sieht man Write irgendwie zum Zeitpunkt 0 relativ, da ging das, habe ich jetzt gestartet, ich tippe ein N. Und dann sieht man wirklich, nach 5,9 Sekunden habe ich das erste N getippt und hier vorne sieht man halt immer dann, und erst nach 5,9 Sekunden macht er auch den nächsten System Call. Und aus den Zusammenhängen kann man dann schön merken, okay, das ist wirklich der Kernel, der jetzt, warum auch immer Zeit kostet, da muss ich dann Gedanken drüber machen und nicht der Benutzerprozess. Und wenn hier jetzt dann 0 und 0,0001 ist, dann wäre der Information sofort zurückgekommen. Hier hinten steht auch ganz wenig 0 und dann hat er halt 5 Sekunden darüber nachgedacht, warum ich ihm jetzt ein N eingetippt habe. Das hängt jetzt immer von der Applikation ab. Und solche Sachen kann man mit Timestamps machen. Man kann da viel mehr damit treiben. Da haben wir die O's noch rumliegen. Und dann wirklich Statistiken machen. Emacs. Machen wir nochmal XS3 minus TTT. Ups, TTT. Im minus O. Einen letzten Emacs vielleicht. Lassen wir den mal ein bisschen machen. Und irgendwie, keine Ahnung, ein paar Sekunden wenigstens, dass irgendwas drinsteht. Und den angucken. Und wenn man den jetzt so ein bisschen anschaut. Das ist das Ende vom Emacs, wo er irgendwie am Schaffen war. Schade, kann ich nicht mehr zeigen, was ich hätte wollen. Kann man aber noch was anderes. Also, was haben wir hier gekriegt? Das ist mein ganzer Emacs. Dann machen wir das nochmal ohne Timestamps erst. Keine Timestamps. Was macht Emacs insgesamt so? Öffne nur vielleicht noch EDC Passwd, dürfte meine Passwörter angucken. Ach ne, ich stehe ja keine drin. Das sind jetzt alle System Calls. Wie gesagt, das ist immer viel Holz, 25.000 Samen. Wenn man so überlegt, warum ist irgendwas langsam, ist ja immer, was macht er denn wie oft? Eine ganz gute Frage. Und wenn man da jetzt reinguckt, dann steht vorne immer irgendwie System Call, Klammer auf. Was einmal gut war, Cut, kann man, jetzt will ich mal bloß die System Calls haben, könnte man sagen, mach mal mit Trennzeichen irgendwie Quoten, die Klammer auf, gib mir die erste Spalte aus, wenn ich sowas mache, dann kriege ich Cut, T, D, ein weiches T. So. Und das sind jetzt nur noch die System Call Namen, ich mache ein Read, ich mache ein irgendwas.
Sowas kann man dann wieder sortieren und zählen lassen. Unique minus C tut die nicht zusammen, sagt, wie viele das sind. Und dann sagt er einem, oh, 500 irgendwas und 1500 X und keine Ahnung. Und wenn man das dann numerisch sortiert, dann kann man sich das irgendwie angucken und stellt fest, ach, Read macht er doch immerhin 5000 Mal statt und kann sich dort den System Call rauspicken, der am häufigsten ist. So eine Variante und dann mal gucken, ist es der, der wirklich viel braucht. Man kann auch was anderes Schönes machen, einfach um Ideen zu kriegen. Jetzt wollen wir die Timestamps haben. Ja, das gleiche nochmal mit Timestamps. So ein bisschen Statistik über Zeitstempel oder sowas zu machen. Wir wollen wieder einmal EDC Pass-WD angucken, dass einfach ein paar Sekunden vergehen, wenn was Vernünftiges drinsteht. Muss reichen auf die Schnelle. Jetzt stehen hier vorne viele magische Zahlen und sonst irgendwas drin. Auch das kann mühsam zu bewerten sein. Deswegen das gleiche Spiel, diesmal Trennzeichen zum Beispiel, Dezimalpunkt, machen genau das gleiche wieder. Und dann sieht man jetzt einfach die Sekunden und wie viele System Calls pro Sekunde passiert sind. Man kann einfach so eine grobe Statistik machen, in der Sekunde hat er so viel gemacht, hier ist ganz viel passiert, das kann jetzt gut oder schlecht sein, jetzt muss man einfach wissen, was geht da so. Und jetzt kann ja mal passieren, dass ein paar Sekunden gar keine, ja, zum Beispiel hier in der Sekunde, das wollen wir jetzt... Das ist nach Häufigkeit sortiert. Das ist jetzt in diesem Fall ein bisschen blöd. Das lassen wir wieder weg. Lassen es ausgeben. Und dann sieht man halt hier, was weiß ich, 70, 71, 72. Jetzt habe ich zu früh getippt. Hätte sagen können, es ist 10 Sekunden nichts passiert. Das heißt, das Programm hat dann 10 Sekunden mal keinen System Call mehr gemacht. Und dann kann ich mal bei zwischen 70, dann geht es bei 80 weiter. Und dann gucke ich mal, was da zwischendrin ist. Was hat er denn bei 70 noch gemacht? Und kann im Nachhinein einfach über Zeitabläufe, über Dateizugriffe, über Netzwerke und solche Sachen sehen. Man würde genauso sehen, wenn er jetzt den Weg geht, haben wir da noch, wenn er die Informationen kriegt, dann gibt er die irgendwann wieder aus und ich sehe tatsächlich, was über das Netz reingekommen ist, was rausgeht. Da kann ich meinem Client, meinem Browser zugucken, meinem Weg geht. Da kann ich meinem Apache-Server zugucken und kriege so ein bisschen mit Timestamps und im Nachhinein wirklich Performance-Analysen machen, wer hast du wie oft gemacht. Oh. Mehr Ideen hier drin, Timestamp irgendwas. Mit den Daten, die man hat, vielleicht als abschließendes Beispiel. War das schön. Ich habe gesagt, wir wollen wenigstens ein C-Programm geschrieben haben heute. S3S-E, write. Jetzt wird es dann immer synthetischer, schrecklich. Minus F, ID, S, S99, keine Ahnung, 999, damit hier alles drauf passt. Oder lassen wir auch das E-Write weg. Also gibt es so Sachen, woher kriege ich ein Kommando, das zwei Sachen ausgibt, weiß ich nicht. Muss genügen. Machen wir E-Write. Um das geht es mir jetzt gerade. Also, was gibt ein Write aus? Und da ist ja C-Syntax drin, habe ich gesagt. Man kann jetzt durchaus hergehen, wenn man sowas haben möchte, und sagen, okay, diese Writes, ich möchte jetzt alles, was das Programm auf eine Datei schreibt oder sowas, mir irgendwo rausfrickeln. Das heißt, ich kann mir das jetzt einfach mal Datei t.c schreiben. Und das war ganz blöd. Jetzt steht da nicht das drin, was ich haben wollte. Sondern den S3-Output hätte ich da natürlich gar nicht drin. Minus S99 darf ich hin. Minus Oplups. T.c. Wow, davon ist groß genug. Das ist fast ein C-Programm. Aber C-Programme fängt immer irgendwie so an. Die Zahl davon, die könnt ihr nicht dazu haben, wir schon in der Manpage irgendwie gesehen. Irgendwie plupp. Erkennt ihr den Unterschied? Eigentlich nicht. Also vom Verhalten, was jetzt die Ausgabe betrifft, sind die beiden identisch. Das klingt jetzt erstmal total albern. Kann man aber durchaus in mehrerer Weise nutzen. Wenn man mal derlei Probleme hat. Es war einmal eines Tages irgendwie das Problem, irgendein Programm war langsam. Ich glaube, war sogar wieder compilen und linken über NFS und sowas. LD macht komische Sachen. Und da haben wir das Problem, ja,
wir wollen das jetzt nachstellen und wollen einen Testcase haben, das war halt nicht immer so. Und jetzt möchte man tatsächlich reproduzierbar immer das gleiche Zeug laufen lassen und das Programm war nicht so einfach zu behandeln und hat lange gebraucht, ich weiß es nicht mehr genau. Und jetzt kann man ja hergehen und sowas machen. Also nehmen wir an, das ist unser tolles Tool, um das es geht. Das wäre dieses tolle ID und minus E. Und das schreibt ganz viel. Und dann kriege ich hier natürlich schön die Timestamps. Er hat zu dem Zeitpunkt was geschrieben, er schreibt ein Stück später was. Wenn ich das jetzt alles auffange und in der Datei reinschreibe, dann kann ich natürlich hergehen dafür sorgen, dass in den gleichen relativen A, ich habe was gelernt, ha, R, noch besser. Das, damals haben wir es absolut mit den relativen Timestamps zum letzten. R ist blöd. Oder? Ah ne, wenn ich nur write mache, dann geht es sogar auch wieder. Genau, das ist minus E, write. LS, ja, jetzt macht er jedes Write alt und weil er nur die Writes ausgibt, sehe ich wirklich nach 50 Millisekunden hat er irgendwie, da hat er jetzt wirklich zwischendrin gerechnet und irgendwas, weil wir haben dann die Writes abgefangen und haben die in eine Datei geschrieben und haben genau die, so Sieg, der Linker geht her und schreibt nicht bloß Dateien raus, Files raus und schreibt es schön das sequenziell weg, sondern hüpft hintereinander her. Und die Idee war halt, wenn wir nur die Writes machen und den Rest drumherum von dem Programm nicht machen, dann können wir das Problem reproduzieren und messen und testen und sowas. Hat sich herausgestellt, wenn ich alle Writes abfange und das mache und richtig mache, dann ist der Output in den Dateien nachher genau der gleiche, aber es geht verflucht viel schneller, wie das Programm getrieben hat. Gleicher Output, ihre verschiedene Performance, obwohl das Programm selber nicht das Performance-Problem war. Immer wenn wir das Programm auf ein lokales Filesystem schreiben lassen, war das kein Thema mehr. Und dann war halt so die Idee, hat keiner was mit Timing zu tun, haben wir ja vorher schon mal die Frage in den Netzwerken und sowas. Und dann haben wir die Timestamps mit aufgezeichnet und haben dafür gesorgt, dass halt die Writes in den gleichen Timing-Abständen rauskamen und zwischendrin irgendwie Luft geholt hat. Und es war tatsächlich ein Effekt, dass wenn man immer so ein bisschen Denkzeit hat, dann hat sich das Netzwerkprotokoll, das TCP-IP ein bisschen verändert und hat andere NFS-Requests gemacht. Und ach, wenn da jetzt sonst nichts mit Write kommt, dann schreibe ich das mal raus. Und plötzlich gab es da Netzwerkprobleme, die sonst nicht aufgetreten sind. Und damit hat man ein reines, kleines Programm gehabt, das genau den gleichen I.O. reproduzieren konnte. Und wir haben auch sofort gelernt, es hat was mit Timing zu tun, weil nur rausschreiben, 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 so schnell ich kann, hat die Probleme nicht produziert. Wohl aber, wenn ich in der richtigen Zeitsequenz sowas mache. Und damit kann man dann auch solche Analysen machen. 2 Minuten. Das steht leider in der Folie nicht drin, aber das ist jetzt, was ich so erzählt habe, kann man sich sowas Ähnliches vorstellen. Jetzt kommt, da war ein Kollege, der im Zimmer ist, im Raum ist, hat mal das Problem gehabt, kennt man vielleicht so im Windows, weiß ich gar nicht, gibt es Linux auch in Boss-Mode, wenn man dann irgendwie so immer so flupp und ist ein Spreadsheet auf dem Bildschirm, aber bei Softwareentwicklern ist Spreadsheet immer so richtig blöd und macht ja keiner, wir tun immer Software kompilieren. Da gab's dann, was machen Sie gerade? Software kompilieren. Und bei Software kompilieren sie dann immer irgendwie so ähnlich wie so aus. Irgendwie da blubbert irgendwas über den Bildschirm. Das sind dann die Compiler-Ausgaben. Nur, da merkt man jetzt auch, wenn ich jetzt mein Directory-Listing mache, das ruckelt irgendwann. Ja? Wenn ich das jetzt in eine Datei reinschreibe und bloß nochmal Cut-Compiler-Listing mache, das ist unrealistisch. Erstens läuft das viel zu schnell durch. So schnell kann ich nicht Kaffee trinken gehen, wie ich so einen Compiler-Log dann von einem großen Paket nochmal mache. Deswegen muss man das irgendwie anders machen. Und das ist jetzt so das Beispiel von S3s. Für Boss-Mode, für einen Softwareentwickler. Wir zeichnen einfach mal die Writes auf mit Timestamps. Hier ADU, das war dann wirklich mal ein großer Bildlauf. Das tun wir mal irgendwie aufzeichnen. Ich muss mein Skript noch mit aufnehmen. Was hier passiert, habe ich gesehen, das sind die Timestamps irgendwie so. Doch, ich lasse es laufen. Möchte man einfach mal sehen, was da rauskommt. Dann tut man am Zeilenanfang noch ein Delay einfügen und irgendwie. DU auf User, ja doch, das braucht endliche Zeit. Das lassen wir mal im Hintergrund laufen. Der macht jetzt ein replay.sh schon. Also erst machen wir einen S3-File, da stehen die Timestamps drin. Und das muss man nicht in die Datei, dafür hat man das Multiprocessing. Unix ist ja für sowas erfunden worden und da habe ich auch noch Multicast, der macht das schön parallel. Das wird gleich ein bisschen umgefummelt mit den Timestamps und Writes. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Ich delay meinen Timestamp. Und ein Echo, und das ist genau das, was in dem Write drin stand. Echo minus EN, das ist halt das, was da so irgendwie auskam. Und weil hier vorne jetzt immer schön die Timestamps drin stehen, dann machen wir wirklich zu dem Timestamp relativ zum ersten den Output. Replay. Das wollte ich nicht zeigen. Wohin habe ich das gerade? Punkt Text. Und wie spielt man sowas ab? Man muss sich noch eine Delay-Funktion definieren in der Shell, der einfach immer jetzt diese Zeitdifferenzen macht und dann irgendwie ein Sleep. Irgendwas zur letzten Zeitdifferenz, kann man so oder ganz anders machen.
macht, dann muss man einmal, damit der Timestamp richtig stimmt, ein Delay aufrufen. Jetzt kann man das einfach sourcen und laufen lassen. Und was ihr jetzt seht, ist, dass das so wirklich so schnell wie halt meine Platte das rappeln konnte. Ja, sie rappelt übrigens im Hintergrund noch immer noch. Das live jetzt abspielen kann, wie schnell mein C-Compiler irgendwie das Zeug übersetzt hat und manchmal denkt er länger und kürzer. Das läuft jetzt in Echtzeit, was mir den Timestamp, mit den absoluten Timestamp so drin stand. Und das kann jetzt wieder eben eine Netzwerksimulation sein, warum ist mein NFS bei irgendwelchen Anwendungen so langsam. Ein paar mehr Ideen sind im Ding auch noch drin. 19 oder 15 Mahlzeit, noch Fragen? War da eigentlich mal irgendwo so die 15-Minuten-Tafel? Dann können wir noch 15 Minuten weitermachen. Nein. Also nachher gerne auch noch Fragen in der Warteschlange oder sonst irgendwo. Und was? Ein bisschen später rein, aber vielleicht für die nächsten S3-Vorträge, kannst du das, diesen netten Hack mit der Progress-Bar für CP? Vermutlich nicht. Progress Bar mit CP? Für CP, Copy. Ja? Da hat einer eine Progress Bar geschrieben über S-Trace. Ja, Nee, ich meine, das ist ein netter Use Case. Also, falls du Material suchst für Folgevorträge. Ich weiß nicht, wie es geht.